Hallo und herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, zu Rohstoffe für Zukunftstechnologien 2021. Und meine Damen und Herren, ich bin ganz begeistert, weil wir hier im Fraunhofer Forum in Berlin eine Art Studio aufgebaut haben. Und nicht nur das, wir haben auch unsere Redner und Rednerinnen fast alle hier versammelt. Und sie werden also gleich zu Ihnen live und in Farbe sprechen. Das ist etwas Neues. Bei Hybridveranstaltungen ist manchmal auch der Moderator so ganz allein unterwegs und alle anderen sind zugeschaltet. Bei Ihnen, meine Damen und Herren, ist es vielleicht nicht so ein großer Unterschied, aber circa 300 Leute haben sich für unsere Veranstaltung interessiert, wollen gerne in die Zukunft blicken, wollen gerne auf die Rohstoffversorgung schauen. Wir finden das großartig. Wir können auch miteinander reden, natürlich durch den Chat. Sie sind in den 16 Monaten Covid-19 durchaus daran gewöhnt und wissen, dass Sie sich beim Chat kurz eintragen müssen, Ihre Fragen dort stellen und wir werden Sie nachher dann in die Veranstaltung einpflegen. Meine Damen, meine Herren, ich habe Sie gerade schon angesprochen, die Pandemie, und wir sind ja quasi von 0 auf 100 mit Homeschooling, mit Homeoffice gekommen und natürlich mit all dem, was dazugehört, denn ohne die Grundlagen ginge das nicht. Wir haben Netze, Serverbanken, wir haben Leitungen, wir haben Endgeräte und wir haben natürlich die Materialien, die in all diesem steht. Da ist Tantal, da sind seltene Erden, Kupfer, um nur ein paar zu nennen. Und Covid-19 hat uns ebenfalls, meine Damen und Herren, gezeigt, wie verletzlich manchmal die Lieferketten oder die Liefernetzwerke auf diesem Globus sein können. Und sie haben uns auch Zielkonflikte bewusst gemacht. Das Virus oder besser seine Konsequenzen hat uns ebenfalls gezeigt, dass unsere Sichtweisen möglicherweise nachgezogen werden müssen, hat neue Notwendigkeiten notwendig werden lassen. Das Thema Zukunftstechnologien also und die notwendigen Rohmaterialien dazu war wahrscheinlich noch nie so aktuell wie heute, hat noch nie so sehr auf den Fingern gebrannt. Wir werden heute unterschiedliche Studien haben und Untersuchungen, die die Essenz dessen zeigen. Wir werden die Zukünfte der Rohstoffversorgung einmal abklammern. Da gibt es unterschiedliche sogenannte Pfade, Pathways, die wir eruieren werden. Und wir werden auch über die deutsche Sichtweise hinausgehen. Wir werden auch den Blick aus Brüssel, aus Europa haben. Um welche Rohstoffe auch immer es sich drehen mag, ob von der Extraktion über die Nutzung bis möglicherweise dann das Einbringen in den Kreislauf, meine Damen und Herren, wir müssen die Kosten bedenken und wir müssen sie einpreisen und nicht nur die althergebrachten Kosten, sondern eben halt mehr. Der ethische Umgang mit denjenigen, die das Material aus der Erde holen, wenn es denn in der Erde ist. Es geht um den nachhaltigen Transport, es geht um die Nutzung der Materialien und es geht natürlich auch um etwas, was wir mit Global Boundaries beschreiben. Global Boundaries, von denen wir zwei permanent auch in den Nachrichten haben, das ist der Klimawandel, Climate Change und natürlich der Verlust der Biodiversität. Das sind nur zwei von insgesamt 9 Grenzen, die wir auf diesem Globus haben. Also, es wird spannend in den nächsten 2,5 Stunden. Sie alle kennen die Agenda, sonst wären Sie jetzt nicht bei uns. Und das gibt mir die Zeit und die Möglichkeit, den roten Teppich auszurollen für Dr. Per Hoth aus dem Bundesministerium für Wirtschaft. Wir haben nicht nur gesehen, Herr Hoth, dass die Bundesregierungen in der letzten Zeit immer wieder das Thema Rohstoff und die Versorgung der Bundesrepublik damit sogar in den Koalitionsvertrag eingeschrieben haben. Das BMW ist natürlich federführend damit beschäftigt, Sie insbesondere. Sie haben noch gerade Anfang des Jahres eine große Studie veröffentlicht, Rohstoffe, Bergbau, Recycling, Ressourceneffizienz, wichtig für, und ich glaube, da kommt es hin, Wohlstand und Arbeitsplätze. Ganz wichtige Themen. Wir freuen uns, dass Sie hier sind und damit freuen wir uns auch auf Ihre Begrüßung. Ja, vielen Dank, Frau Zümer, für die nette Einführung und für Ihre netten Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Auch ich möchte Sie zu dieser Veranstaltung Rohstoffe für Zukunftstechnologien von Seiten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ganz herzlich begrüßen. Aus meiner Sicht ist es den Organisatoren sehr gut gelungen, ein sehr interessantes Programm zu diesen spannenden Themen, die Frau Zümosch gerade umrissen hat, aufzustellen. Schon aus den Titeln der einzelnen Beiträge geht hervor, wie wichtig die Verfügbarkeit von Rohstoffen für die Wertschöpfung, für die industrielle Wertschöpfung in Deutschland und in Europa und für den Auf- und Ausbau entsprechender Technologien ist. Und damit natürlich insgesamt, so wie Frau Zümosch das auch schon gesagt hat, für die Umsetzung unserer Klimaschutzpläne und auch dem EU-Green Deal. 2010 hatte die Bundesregierung eine erste Rohstoffstrategie beschlossen. Und schon in dieser Rohstoffstrategie fand sich ein Rohstoffmonitoring wieder, was dann durch die Deutsche Rohstoffagentur auf den Weg gebracht worden ist. Und eine ganz wichtige Grundlage für dieses Rohstoffmonitoring war damals die erste Auftragsstudie des BMW Rohstoffe für Zukunftstechnologien, und zwar aus dem Jahre 2009. Seitdem hat die DERA dieses Rohstoffmonitoring in Zusammenarbeit mit Wissenschaft, aber auch Industrie und Unternehmen kontinuierlich weiter ausgebaut und jetzt auch auf Sekundärrohstoffe ausgeweitet. Die heute von Herrn Marscheider-Weidemann und Frau Franziska Meisel vorgestellte Studie ist aus meiner Sicht ein eindrucksvolles Werk, lassen Sie mich das mal so sagen. Nicht nur von der Seitenzahl, 366 Seiten, sondern auch von der Methodik und dem Grad der Details. Für uns im BMW ist es auch ganz wichtig, dass man sieht und die Studien von 2009, 2016 und die jetzt vorliegende Studie vergleicht und einfach mal guckt, welche Trends haben sich bestätigt, welche verstärkt und welche Entwicklungen werden durch diese Studien dokumentiert. Hervorzuheben sind dabei aus meiner Sicht insbesondere die Analyse von über 30 Zukunftstechnologien mit einem Clusteransatz und das nicht wie bisher bezogen auf einzelne Branchen. Denn ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, auch beim Klimaschutz nicht mit einzelnen Branchen zu agieren, sondern wirklich einen übergreifenden Ansatz und diesen Clusteransatz zu verfolgen. Und neu ist auch der Bezug zu den sozioökonomischen Entwicklungspfaden, die vom Weltklimarat als Rahmenszenarien entwickelt worden sind. Das ist auch eine ganz neue Entwicklung. Diese Studie und auch die heute von der EU-Kommission von Frau Fee vorgestellten Ergebnisse sind für uns ein ganz wichtiger Baustein bei der weiteren Gestaltung der Rohstoffpolitik hin zu mehr Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Und deshalb möchte ich den Autoren auch sagen, wir werden die Ergebnisse dieser Studie gern mit Ihnen im BMW auch näher diskutieren. Und ich verspreche Ihnen auch, wir werden diese 366 Seiten auch lesen. Ich freue mich insbesondere heute auf den Vortrag von Herrn Gernux von VW. Er spricht aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Thema an, den CO2-Fußabdruck der von uns verwendeten und genutzten Rohstoffe. Das müssen wir in unserer ganzen Klimaschutzpolitik, glaube ich, noch viel, viel deutlicher berücksichtigen. Effizienzsteigerung in allen Bereichen der Rohstoffkette, neue Rohstoff- und Materialtechnologien, ein starker weiterer Ausbau des Recyclings bis hin zu neuen Designs von Produkten sind einige zentrale Punkte, um diesen Fußabdruck zukünftig deutlich zu minimieren. Dazu werden weitere Anstrengungen nötig sein und die werden wir in enger Abstimmung mit der EU-Kommission angehen. Ich bedanke mich in dem Sinne ganz herzlich für die Einladung und wünsche dieser Veranstaltung viel Erfolg. Dr. Huth, vielen Dank, dass Sie uns sozusagen in medias res gebracht haben. Wir haben jetzt noch eine zweite Begrüßungsrede, aber meine Damen, meine Herren, das Tolle ist, ich habe mal gerade kurz in den Chat geschaut, von wo aus wir überall Grußworte haben. Es ist absolut faszinierend und umspannt mehrere Zeitzonen. Zum einen von Sydney, von Santiago de Chile auf der anderen Seite, das heißt also 8 Stunden vor und ungefähr 8 Stunden zurück.
zurück. Also wir haben wirklich den 1. Juli als was ganz Besonderes gehabt. Und ich denke mir, ich werde mir jetzt gleich einen anderen Mann an meiner Seite wünschen. Und lieber Herr Hoth, während Herr Hoth abgeht, begrüße ich den Dr. Volker Steinbach als Vizepräsident und Leiter der Abteilung Rohstoffe. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen vorher da erzählen, nicht nur, wer jetzt schon alles dabei ist. Berlin ist auch dabei. Und das Schöne ist, meine Damen und Herren, wir haben einen, der ganz klar aus dem Ruhrgebiet kommt, mit dem Wort Glück auf, ist das natürlich vollkommen verbunden. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, Herr Steinbach. Es kann sein, dass Sie auch dabei gewesen sind. Es gab mal irgendeine Konferenz vor ein paar Jahren und da gab es dieses schöne Angela Merkel-Zitat, die gesagt hat, dass der Rohstoff, den wir in Deutschland haben und auf den wir uns wirklich verlassen können, zwischen den Ohren sitzt. Das Gute ist ja, ein paar andere haben wir schon noch und davon haben wir genug, aber von vielen anderen natürlich auch nicht genug. Wir freuen uns jedenfalls jetzt auf Ihre Eröffnungsworte. Und damit sollte auch der rote Teppich, obwohl wir ja so in Weiß stehen, der rote Teppich für Sie ausgerollt sein. Ja, herzlichen Dank, Frau Cimok, für die netten einführenden Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich möchte Sie heute herzlich zur Präsentation der Studie Rohstoffe für Zukunftstechnologien begrüßen. Dies ist bereits die dritte Veranstaltung, in der diese Studie bzw. deren Updates präsentiert werden. Herr Hoth hat es bereits erwähnt. Die erste Studie wurde im Jahr 2016 präsentiert, die zweite im Jahr 2016 und jetzt die aktuelle Studie heute zum 1. Juli. Dies ist aber die erste Hybridveranstaltung der Präsentation und damit bin ich auch bereits beim Thema der Studie. Das ist auch schon angesprochen, die Pandemie der letzten Monate, nämlich in den letzten 16 Monaten, haben wir es extrem schnell gelernt, trotz weitgehender Vermeidung von persönlichen Kontakten und trotz Vermeidung von Präsenzveranstaltungen konnten wir alle an nationalen und internationalen Veranstaltungen und Tagungen online teilnehmen. Dies war jedoch nur mit der entsprechenden IT-Hardware und Software möglich. Diese neuen und in der großen Fläche eingesetzten Kommunikationstechnologien sind nur ein Beispiel von vielen Zukunftstechnologien. Eine weitere große globale gesellschaftspolitische Herausforderung, die ist eben bereits von Herrn Dr. Hoth angesprochen worden, ist der Klimawandel. Mit dem genau heute vor einer Woche im Deutschen Bundestag verabschiedeten Gesetz hat sich Deutschland verpflichtet, bis 2045 die Klimaneutralität zu erreichen. Und mit dem European Green Deal soll das auf EU-Ebene bis 2050 erfolgen. Dies hat natürlich sehr großen Einfluss auf viele Technologien, neue Technologien für die Mobilität, die Energieerzeugung bzw. die Energieversorgung. Für die meisten dieser Technologien benötigen wir andere Rohstoffe als bisher. Zum Beispiel die sogenannten Hightech-Metalle, sind auch schon einige angesprochen worden, Lithium, Kobalt, seltene Erden, Nickel. Und wir benötigen diese Rohstoffe auch in vielen Bereichen in größeren Mengen. Umso wichtiger ist es, die künftigen Technologieentwicklungen vorausschauend zu bewerten. Wichtige Fragen dabei sind, welche Technologien setzen sich durch? Zum Beispiel die Elektromobilität oder der Wasserstoffantrieb oder beide. Und für die verschiedenen Technologien benötigen wir andere Rohstoffe. Die zweite Frage, wie schnell werden diese Technologien in den Markt eingeführt? Passiert dies Schritt für Schritt kontinuierlich oder passiert dies sprunghaft? Und die dritte Frage, mit welchem Umfang werden diese Technologien eingeführt? Ist das nur in kleinen Nischen auf kleinen Inseln oder ist das flächendeckend? Für uns als Rohstoffwissenschaftler, die heute teilnehmen an der BGR, auch in der Deutschen Rohstoffagentur, ist natürlich die entscheidende Frage, welche Rohstoffe werden für diese Technologien benötigt, wann und in welchen Mengen? Und genau an dieser Stelle setzt die Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen in der Bundesanstalt für Geowissenschaften Rohstoffe und in der Deutschen Rohstoffagentur an. Anhand des prognostizierten Bedarfs analysieren wir sowohl die Marktsituation der jeweiligen Rohstoffe als auch die heutigen sowie die künftigen Potenziale. Diese Potenzialbewertungen, vorausschauend für einen Zeitraum von 25 Jahren, sind ebenso wichtig wie die Bewertung der Zukunftstechnologien. Rohstoffe sind zwar auf der Erde
aus geologischer Sicht ausreichend vorhanden, aber die Rohstoffexploration sowie die bergbauliche und infrastrukturelle Erschließung der Lagerstätten sind extrem zeitintensiv. Beispielsweise von der Exploration bis zum Abbau der Lagerstätte vergehen oft 5 Jahre, meistens jedoch 10 Jahre und mehr. Das heißt, wenn sich Unternehmen, zum Beispiel ein Automobilkonzern, heute entscheidet, in wenigen Monaten die Produktion umzustellen, muss es gegebenenfalls mit Rohstoffengpässen oder Preissteigerungen rechnen. Um dies weitestgehend zu vermeiden, ist es für die Unternehmen und für die Politik wichtig, frühzeitig neue Technologieentwicklungen und deren Rohstoffbedarf zu analysieren. Abschließend möchte ich nochmals den Wert dieser Studie hervorheben, und zwar zum ersten für uns, für die BGR, ist diese Studie natürlich eine wichtige Voraussetzung, um auch die richtigen Rohstoffe zu analysieren, wie deren Potenzial sich in den nächsten Jahren entwickeln kann, wo Engpässe auftreten können. Für die Industrie, und das werden wir sicherlich jetzt gleich hören, ist es natürlich entscheidend, um frühzeitig entsprechende Maßnahmen für die sichere Rohstoffversorgung einzuleiten. Und für die Politik ist es entscheidend, hier die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen zu setzen. Ich bin sicher, wie alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sehr interessiert auf die Präsentation der ersten Ergebnisse dieser Studie. Vielen Dank. Und damit darf ich auch wieder zu Ihnen kommen, natürlich immer noch in Covid-19 sicheren Abstand. Lieber Herr Steinmach, Sie haben einen Faktor erwähnt, der wirklich ausschlaggebend ist und der auch ein Zeichen der Zeit ist, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich diesen Zeitfaktor. Es muss schneller gehen, das heißt also, bestimmte Wandel sind ja schon angetriggert worden. Ich hatte gerade von den globalen, also von den Planetary Boundaries gesprochen, und unsere Reaktion muss jetzt auch schneller sein. Sie haben gerade gesagt, alleine nur um eine Mine, eine Rohstoffmine aufzumachen, dauert es 5 bis 7 Jahre. Kommen wir mit diesem Zeitfaktor, mit diesen Zeitfenstern zurecht? Was ist da so Ihre Einschätzung? Ja, wenn wir die Technologien Entwicklungen uns anschauen, so sind ja oft andere Technologien, wie beispielsweise das Radio, das hat 50 Jahre gedauert, um 50 Millionen Produkte auf den Markt zu bringen. Der Fernseher hat dann 15 Jahre benötigt, um 50 Millionen auf den Markt zu bringen, und beim Internet hat es nur weniger als 5 Jahre gedauert. Das zeigt eben nochmal, wie wichtig es heute ist, und deshalb beschäftigt sich auch die Bundesregierung, unser Haus und auch das Fraunhofer-Institut heute mit dieser Frage, welche Technologien werden sich in der Zukunft in den nächsten Jahren durchsetzen, weil eben der Bergbau, die Rohstoffmärkte oftmals nicht so schnell reagieren können. Deshalb ist dieses Screening weit im Vorfeld ganz entscheidend. Und hier müssen wir dran arbeiten. Das ist unsere Aufgabe, und deshalb werden diese Studien entsprechend bearbeitet, entwickelt. Total nett. Vielen Dank, dass Sie das nochmal mit uns geteilt haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, und wir werden gucken, dass da viel Neues auf uns zukommt in den nächsten 2 Stunden. Lieber Herr Steinbach, und ich sage es trotzdem nochmal, Leiter der Abteilung Rohstoffe bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe bei der BGR. Und meine Damen, meine Herren, unser nächster Redner steht schon parat und wird auch so langsam nach vorne kommen. Das können Sie jetzt nicht sehen. Wir machen ja richtig Fernsehen hier. Aber, meine Damen und Herren, ich sage noch mal 2 Sachen. Nämlich erstens, ja, der Chat ist geöffnet. Und I'm sorry, natürlich haben Sie recht, Glück auf ist nicht nur auf Nordrhein-Westfalen, auf die alten, auf das Ruhrgebiet beschränkt, sondern natürlich gibt es das auch im Erzgebirge. Ich habe auch ein Glück auf schon aus Freiburg gehört, und wir haben auch Frankreich mit an Bord, mit Orléans. Also, meine Damen und Herren, schreiben Sie ruhig rein, von wo Sie sich einschalten, von wo Sie unserer Diskussion folgen werden. Aber wir freuen uns von nun an auch auf die wirklichen inhaltlichen Fragen, möglicherweise Gegenpunkte, die Sie beim Hören unserer Referenten und deren Vorträge haben. Ja, und eigentlich würde ich jetzt schon direkt diesen Referenten anmoderieren.
Hätte nicht Herr Steinbach gerade eben das Wort Automobilindustrie in den Mund genommen. Klar, eine der Industrien, die natürlich schauen muss, wie sieht das aus mit der Zukunft. Sie wissen, da ist nicht immer alles ganz so rosig. Und gerade Klimawandel bedeutet natürlich auch einen gewissen Druck für schnelle Veränderungen dort. Und es gibt eigentlich kein großes Automobilunternehmen, das nicht irgendwelche zukunftsforschenden Abteilungen hat. Bei VW, und da sind wir schon fast bei unserem Referenten, bei VW gibt es einen, der heißt Müller-Petrella, und der hat eben halt gesagt, dass die Belastung der ökologischen Systeme die mit Abstand größte Menschheitsherausforderung der kommenden Jahrzehnte sein wird. Sagt aber gleichzeitig, dass es ihm nicht vor allen Dingen um den Klimawandel geht. Er würde diesen eher als Auslöser bezeichnen, denn er sagt, sehr schnell wird es darum gehen, welche mit dem Klima verbundenen Prozesse die Menschheit tangieren werden. Denken wir an das Aussterben bestimmter Arten im Ökosystem oder variierende klimatische Zonen. Ich glaube, heute 50 Grad in Kanada ist auch nicht so ganz die Norm. Also, und das Wichtigste ist dann, spannend ist die Suche nach den technischen Antworten. Und da sind wir bei unserem, endlich bei unserem Vortragenden, denn witzigerweise arbeitet er für denselben Konzern, ist also sozusagen bei VW. Und das Schöne ist, er stößt eben halt die ganz konkreten Ergebnisse mit an, die bei VW bereits angedacht werden. Marco Gernux, Dr. Marco Gernux, so viel Zeit muss sein, ist eben halt kein Futurologe, sondern er ist der Vorstand der Open Hybrid Lab Factory der Volkswagen Group Components. Also so gut, jetzt haben wir das Englische mal raus und jetzt können wir mal dahin sein. Und klar, man muss kein Futurologe sein, um zu wissen, es wandelt sich was. VW stellt sich darauf ein, sie sind schon die ganze Zeit damit unterwegs gewesen. Das Schöne ist ja, wir haben immer diese Versprechen gehabt, irgendwann kommt die E-Mobilität, jetzt ist sie da und ihr Konzern, mit den anderen natürlich auch, steht nicht nur in den Startlöchern, sondern hat jetzt eine ganze Auswahl bereit. Sie haben da immer mit bei gearbeitet, aber es gibt wichtige Fragen. Und diese Fragen werden Sie mit uns teilen, Herr Dr. Gernux, und wir freuen uns darauf. Und Sie haben auch ein paar Antworten mitgebracht. Deshalb, die nächste Viertelstunde gehört Ihnen, ohne dass eine Moderatorin dazwischen quatscht. Gut, vielen Dank, Frau Schimmach, das war eine sehr charmante Anmoderation. Ja, vielen Dank. Ich wollte noch mal zwei, drei Worte kurz zu mir sagen. Ich habe wirklich einige Jahre bisher in der Konzernforschung und Entwicklung bei Volkswagen gearbeitet, mich da um die Themen CO2-Bilanz gekümmert, Rohstoffe, deswegen bin ich auch immer im engen Kontakt auch zu den Kollegen von der DERA und BGR gewesen in der Vergangenheit und auch um das Thema Recycling. Jetzt bin ich tatsächlich heute ganz frisch neu in der sogenannten Konzernkomponente und die Open Hybrid Lab Factory ist ein Verein, da kümmern wir uns mit Volkswagen gemeinsam mit der TU Braunschweig und Fraunhofer um Zukunftstechnologien sozusagen auch und wir haben jetzt einen großen Schwerpunkt zukünftig mit dem Thema Circular Economy, was glaube ich auch hier prima in die ganze Geschichte reinpasst. Ich freue mich auch für die wirklich vielen Vorlagen, die ich bekommen habe, ob nun von Herrn Hoth, von Herrn Steinbach. Es geht ja tatsächlich in meinem Vortrag auch um Carbon Footprint. Wir haben in der Vergangenheit hier typischerweise über Rohstoffverfügbarkeiten gesprochen. Ich möchte es heute tatsächlich um Dimensionen Carbon Footprint der Rohstoffe erweitern. Wenn wir uns dieses Chart mal angucken und ich muss immer sagen, ich bin selbst immer noch ein bisschen überrascht, wenn ich die Zahlen so lese und Herr Steinbach hat gesagt, ja, wann ist es denn soweit, geht das schrittweise voran, dann kann ich eigentlich nur sagen, E-Mobilität ist keine Zukunftstechnologie mehr, sondern ist heute schon angekommen. Wir gehen hier mal so Schritt für Schritt durch, da oben sind so exemplarisch ein paar Fahrzeuge, die der Konzern schon produziert, die kaufbar sind. Aber es ist tatsächlich heute auch nur eine kleine Auswahl. Auch Audi hat diverse Modelle schon, Skoda und Seat, die ja nicht mit aufgelistet sind, verkaufen Modelle. Also es ist schon viel für den Kunden heute auch verfügbar. Der zweite Punkt. Bis zum Jahr 2030 wollen wir in Europa mindestens 70% der Fahrzeuge elektrifiziert haben in der Marke Volkswagen Pkw. In China und USA ist nicht ganz so viel, da sollen es aber auch noch 50% sein. In 10 Jahren, also in den nächsten 9 Jahren. Und dafür braucht man natürlich auch jede Menge Batteriekapazität. Und im März diesen Jahres hatten wir den Volkswagen Power Day. Und da wurde angekündigt, dass wir 240 Gigawattstunden Batteriekapazität selber planen. Also ich finde, das sind mal so ganz eindrucksvolle Zahlen. Und ich würde wirklich sagen, E-Mobilität ist heute schon auch in der Mitte angekommen. Wer schon ein E-Fahrzeug gefahren hat, weiß auch, wie viel Spaß das macht.
Und dass es auch eine gute Sache ist. Vielleicht nochmal echt ein kleiner Ausflug zu dem sogenannten Volkswagen Power Day. Das kann man auch alles, wenn man möchte, auch nochmal im Internet nachlesen. Grundsätzlich ist es natürlich so, wenn man über E-Mobilität redet, dann ist die Batterie einfach die Schlüsselkomponente bei der ganzen Geschichte. Deswegen hat sich Volkswagen entschieden, da eine gesamtheitliche Strategie draus zu machen und dann eben im März dann der Öffentlichkeit auch vorgestellt. Bis zum Jahr 2030 ist es geplant, 6 Gigafabriken zu bauen mit jeweils 40 Gigawattstunden Batteriekapazität. Die Experten wissen das, die erste Tesla-Fabrik hatte 35 Gigawattstunden. Also das sind schon wirklich enorme Zahlen. Es geht schon los, 2023 soll der Start of Production sein, der ersten Anlage der Firma Northvolt in Schweden. Wir erwarten uns natürlich durch die großen Mengen, die da kommen, natürlich auch große Scaling-Effekte, deutliche Kostenreduzierung gegenüber dem, was wir heute an Batteriekosten haben. Und der letzte Punkt, der hier auf der rechten Seite auf der Folie mit draufsteht, das können Sie jetzt leider oben nicht lesen, ich werde es aber sagen, man kann das aber auch alles im Internet nochmal nachlesen, was ich eigentlich spannend finde, gerade für dieses Auditorium, dass wir für verschiedene Nutzungsprofile tatsächlich auch unterschiedliche Batteriezelltechnologien haben. Hier steht drauf, im Entry-Markt ist der Plan, dass wir auf Lithium-Eisenphosphat gehen. In dem Volumensegment, da gehen wir auf eine Hochmangan-Kathode. Und eigentlich nur die spezifischen Anwendungen gehen noch auf Nickel, Mangan, Kobalt, wie wir es eigentlich bisher in unseren aktuellen Fahrzeugen haben. Also die Zukunft sieht da diverser aus auf jeden Fall. Und ein Stück weiter in der Zukunft kommt natürlich dann auch die Solid-State-Batterie oder die Festkörperbatterie. Da ist natürlich immer die Frage, warum muss das denn jetzt alles so schnell gehen? Und wie gesagt, also für uns im Unternehmen selbst, wir spüren die Transformation wirklich auch praktisch jeden Tag. Es geht natürlich letztendlich, wenn wir über E-Mobilität reden, originär um den Klimaschutz. Und der Klimaschutz hat nun wirklich keine Zeit mehr, dass man warten kann. Und deswegen geht es eben darum, schnell loszulegen. Wir haben da ambitionierte Ziele. Wir wollen bis 2050 CO2-bilanziell neutral sein. Da sind wir jetzt nicht mehr die Einzigen. Da hat sich erfreulicherweise ein toller Wettbewerb ergeben. Viele, viele Industrieunternehmen haben das angekündigt. Manche sind sogar schon ein bisschen weiter vorne vor 2050 mit der CO2-Neutralität. Wir haben eigentlich noch ein ganz spannendes Zwischenziel. Bis 2025 wollen wir CO2 reduzieren um 30%. Und das ist das Besondere über den gesamten Lebenszyklus. Und das ist, da komme ich auch so ein bisschen so in meine alte Heimat. Ich habe da lange CO2-Bilanzen, Ökobilanzen gemacht. Und das möchte ich eigentlich nochmal hier für das Auditorium auch nochmal kurz darstellen, was das bedeutet, der gesamte Lebenszyklus. Wir reden da von Cradle to Grave, also von der Wiege bis zur Bahre im Deutschen. Und das umfasst die drei Lebenszyklusphasen, Herstellungsphase, Nutzung und End of Life. Und was jetzt in diesem Rahmen auch besonders wichtig ist, bei der Herstellungsphase starten wir mit den CO2-Emissionen, die schon bei der Rohstoffgewinnung entstehen. Sämtliche Vorprozesse in der gesamten Supply Chain, bevor eben die Materialien, die einzelnen Bauteile bei uns im VW-Werk landen, werden mitbilanziert. Und dann natürlich in der Herstellungsphase auch unsere eigene Produktion, die auch eine wichtige Rolle spielt. In der Nutzungsphase hat man in der Vergangenheit, wenn man an Autos gedacht hat, immer sehr auf den Auspuff geguckt. Da ist man mit E-Fahrzeugen natürlich gut dran, da kommt ja gar nichts mehr raus. Aber wir müssen natürlich an der Stelle auch die Kraftstoff- bzw. Stromvorketten mit betrachten. Und am Ende natürlich auch dann das End of Life. Das ist jetzt mal, jetzt gehen wir tatsächlich mal so ein bisschen ins Detail. Ich hoffe, das passt noch für so eine Keynote. Aber ich glaube, ich finde es spannend, das nochmal ein bisschen mit Zahlen zu hinterlegen, was jetzt so Ergebnisse sind, die wir aus diesen Ökobilanzen rauskriegen. Wir haben hier verglichen, die beiden oberen, einen typischen Benziner und Diesel der Kompaktklasse mit unserem neuen Elektrofahrzeug, dem ID.3, auch in der Kompaktklasse. Die Fahrzeuge sind schon so auch gut vergleichbar. Und hier sieht man das Ergebnis des Carbon Footprint über Lebenszyklus. Das Orangene ganz links, was Sie sehen, das ist die gesamte Herstellungsphase. Wie ich gerade gesagt habe, angefangen bei den Rohstoffen über alle Prozesse bis zur eigenen Produktion. Das Hellblaue, das ist die Kraftstoffvorkette bzw. die Stromvorkette für die Elektrofahrzeuge. Und das Dunkelblaue, das ist das, was aus dem Auspuff noch rauskommt. Und da hat man beim Elektrofahrzeug dann natürlich nichts mehr. Nun hat man, dann sieht man, dass das Elektrofahrzeug heute schon ganz gut dasteht. Mit dem europäischen Strommix ist das Ganze hier gerechnet. Und was jetzt aber eigentlich spannend ist, ist das zu nehmen als Ausgangsbasis, um die weiteren Maßnahmen zu planen, um Klimaschutz effektiv dann auch umzusetzen. Das Hellblaue beim Elektrofahrzeug, die 13,3 Tonnen, die wir da sehen, Das ist der Stromverbrauch. Wir gehen davon aus, dass über die nächsten Jahre über einen höheren Anteil an erneuerbaren Energien diese 13,3 Tonnen massiv reduziert werden. Und wir haben bei Volkswagen eine eigene Tochtergesellschaft gegründet, Electric Life, kurz vorm Elli, wo wir den Kunden heute schon Naturstrom anbieten. Das heißt, der Kunde hat heute schon die Möglichkeit, diese 13,3 Tonnen auf nahezu null zu reduzieren.
Und wenn man das dann macht, dann bleiben nur noch die 13,7 Tonnen übrig. Nur noch, es ist ein ganz schöner Batzen, wenn man auch mal im Vergleich zu den konventionellen Fahrzeugen sich das anguckt. Und das kommt natürlich im ganz Wesentlichen aus der Batterie. Das ist sicherlich auch für niemanden eine Überraschung. Allerdings muss ich sagen, haben wir auch bei der Batterie schon echt ganz spannende Fortschritte erzielt. Wenn wir auf die beiden Säulen in der Mitte mal schauen, dann sehen wir, dass bei dem E-Golf mit der damals State-of-the-Art Batteriezelltechnologie 110 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Kilowattstunde Batteriekapazität hatten, ist uns gelungen, mit der aktuellen Generation, die wir haben, mit dem ID.3 auf 62 Kilogramm runterzukommen. Wie ist das gelungen? Das ist zunächst erstmal gelungen durch eine neue Batteriezelltechnologie. Beim E-Golf hat man sogenanntes Drittelmaterial, gleiche Anteile Kobalt, Mangan, Nickel. Das 622 bedeutet, dass wir einen sehr hohen Nickelanteil haben, 60% Nickel, 20 Kobalt, 20 Mangan. Und das Spannende an dieser Technologie ist, dass man bei gleichem Materialaufwand eine deutlich höhere Energiedichte schafft und damit dann eben auch den Carbon Footprint senken kann. Und eine zweite wirklich spannende Sache, was jetzt auch wirklich das ganze Thema so ein bisschen umdreht, also wie wir anfangen auch zu denken. Wir haben mit unseren Lieferanten verhandelt, dass sie für ihre Batteriezellproduktion grünen Strom einsetzen. Und das in Summe bringt dann eben eine Reduzierung von über 40% CO2 für die Batterieproduktion, für die gesamte Supply Chain. Nun geht es dann natürlich weiter, da können wir nicht aufhören. 62 Kilogramm ist immer noch zu viel. Wir gehen jetzt weiter upstream, die Lieferkette hoch, gucken uns das Kathodenmaterial an, gucken uns das Anodenmaterial an. Für Leute, die sich ein bisschen mit auskennen, da ist Graphit drin. Graphit ist natürlich auch immer vom Gewinnungs- und Produktionsaufwand sehr CO2-intensiv. Das schauen wir uns detaillierter an. Und dann kommen wir natürlich zum Thema Rohstoffe und auch recycelte Rohstoffe. Das werde ich gleich nochmal ein bisschen genauer sagen. Aber wenn man sich in unsere CO2-Bilanzmodelle weiter reinzoomt, dann sieht man schon, dass insbesondere die Rohstoffe auch doch einen ganz schönen Carbon Footprint mit sich bringen. Und das ist nicht nur Kobalt. Kobalt hat einen hohen CO2-Footprint, aber auch Nickel hat einen CO2-Footprint und auch Lithium ist auch nicht zu vernachlässigen. Also es ist nicht das eine, was man machen kann, sondern man muss wirklich an vielen Stellen anfassen, um dann wirklich massiv zu reduzieren. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist ein vernünftiges Vorgehen? Wie können wir eben den Carbon Footprint der Batterierohstoffe auch reduzieren? Zunächst erstmal ist es wichtig, überhaupt eine Transparenz herzustellen. Und wir sind selbst mit vielen Akteuren der Wertschöpfungskette in Kontakt. Es gibt auch viele Initiativen, was wir sehr begrüßen, beispielsweise die Global Battery Alliance, wo es wirklich explizit darum geht, zu schauen, wo in der Batterie, wo in der Supply Chain haben wir denn die großen Hotspots und wo müssen wir rangehen? Was uns immer wichtig ist, weil gerade tatsächlich auch viele Initiativen hochkommen, dass man sie am Ende dann auch möglichst auf einen Standard einigt, dass man wirklich ganz pragmatisch, das ist für große Industrieunternehmen, glaube ich, wichtig, dass man prozessual arbeitet, dass man nicht bei dem einen sowas machen muss, sondern es muss ein harmonisierter Standard sein, nach dem man dann vernünftig arbeiten kann. Der zweite Punkt ist spezifische Daten. Im Moment ist es so, dass wir mit wirklich sehr, sehr guten Ökobilanzdatenbanken durchschnittliche Daten verwenden. Da sind beispielsweise Daten vom Kobalt-Institut drin und da steht drin, ich glaube, es sind gerade 35 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Kobalt, die wir verwenden können. Das sind, glaube ich, für diese Hotspot-Analysen, für die generellen Aussagen, die wir treffen wollen, ist das auch ausreichend. Wenn wir jetzt aber Maßnahmen einleiten wollen, brauchen wir zunächst erstmal einen genauen Einblick in unsere spezifische Lieferkette. Und das ist auch nicht so ganz trivial. Wir merken schon, wenn wir auf Lieferanten zugehen und sagen, gibt uns einen CO2-Wert, dass sie dann auch erstmal mit den Schultern zucken und nicht genau wissen, wie sie es machen wollen. Also es ist schon eine Frage von auch Capacity-Building bei den Lieferanten. Wie kann ein ordentlicher CO2-Wert dann auch von den Lieferanten bereitgestellt werden, sodass er für uns verlässlich ist, dass wir das in unsere Modelle einfließen lassen können. Und generell ist wichtig, da passieren gerade auch an ganz vielen Ecken geht das los, dass Tools und Methoden entwickelt werden, dass wir am Ende wirklich effiziente Tools haben, mit denen alle arbeiten können, die in unsere komplexen Modelle auch automatisch integriert werden können. Und es müssen natürlich alles qualitätsgeprüfte Daten sein, die wir da machen, die wir da haben wollen. Ja, und dann geht es natürlich um das eigentlich Wichtigste am Ende, die tatsächliche Dekarbonisierung. Und da ist es, denke ich, bei Rohstoffunternehmen wie bei allen anderen Industrieprozessen auch. Zunächst erstmal schaut man, wie man effizienter werden kann. Und der nächste Schritt ist dann, wie man auch dann grüne Energien einsetzen kann. Und das ist eine Aufgabe, wenn ich hier wir gesagt habe gerade, dann meine ich jetzt nicht Volkswagen, sondern es ist, denke ich, eine Aufgabe insgesamt von Politik, von Wirtschaft, vielleicht auch von der Gesellschaft und auch sicherlich für die Rohstoffunternehmen. Ich denke, es wird für sie auch immer spannender werden, niedrigen Carbon Footprint zu haben für ihre Rohstoffe, weil es ein Wettbewerbsfaktor werden wird. Da bin ich fest von überzeugt.
Eine super Maßnahme ist natürlich immer Recycling. Recycling verbessert nicht nur den Carbon Footprint, sondern sichert auch strategische Rohstoffe. Wenn man es gut macht, kann man auch nochmal ordentlich Kosten sparen. Grundsätzlich ist es so, dass Lithium-Ionen-Batterien heute schon gut recycelt werden. Das ist eigentlich kein großes Problem. Volkswagen hat sich schon selber sehr vor langer Zeit angefangen, darum zu kümmern. In einem Forschungsprojekt 2009 haben wir gestartet. Jetzt im Januar, jetzt läuft meine Zeit langsam ab, jetzt im Januar haben wir eine eigene Pilotanlage in Betrieb genommen. Wir wollen das auch selber machen mit sehr hohen Quoten, was wir zurückbekommen. Aber vielleicht hier nochmal einmal so den Kreislauf dargestellt, wie unser Konzept grundsätzlich ist. Also wenn wir bei 3 Uhr anfangen, also die Batteriezelle ist produziert, geht unser Batteriesystem ein, dann ist das Fahrzeug eine ganze Zeit im Markt, kommt dann end of life wieder zurück und wird dann bei uns erstmal analysiert. Ist die Batterie noch imstande, vielleicht ein zweites Leben zu haben als stationäre Anwendung, dann wird es eben dafür genutzt. Wenn nicht, wird das dann in dieser Pilotanlage mechanisch recycelt. Das sogenannte schwarze Pulver, was gewonnen wird, wird dann nochmal hydrometallurgisch aufgeschlossen. Die Rohstoffe, die da rauskommen, das läuft alles auf elementarer Ebene, sind von so hoher Qualität, dass wir dann auch wieder in neuem Kathodenmaterial, in einer neuen Batteriezelle einsetzen können. Also das ist ein super Kreislauf und was ich auch wirklich eine tolle Sache finde grundsätzlich. Ich muss natürlich immer überlegen, wir verkaufen jetzt erst die größeren Stückzahlen an E-Fahrzeugen, also sind dann auch in 10 Jahren vielleicht die ersten Batterien erst wieder da. Also was das Thema Primärrohstoffbedarf angeht, der wird dadurch nicht in den nächsten 10 Jahren wesentlich reduziert, aber es kann ab 2030 dann zu einer gewissen Minderung führen. Dann nochmal ganz knapp meine Schlussfolgerung so und grundsätzlich, ich glaube, und das finde ich schön, dass jetzt gerade auch meine Vorredner schon drauf abgehoben haben, dass beim Thema Rohstoffe nicht nur noch Verfügbarkeit, Kosten, natürlich auch Menschenrechte eine wichtige Rolle spielen, sondern auch die Dimension Carbon Footprint dazukommt. Das ist eine wichtige Sache. Die Rohstoffherstellung hat einen wichtigen Einfluss auf den Batterie-Carbon Footprint, damit auch auf unsere Fahrzeuge. Wir haben großes Interesse, den zu senken und effektive Maßnahmen sind dafür notwendig. Und ich hoffe, dass wir das alle gemeinsam mit anpacken können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin zwar nach vorne gekommen, ich wartete jetzt auf den Applaus. Da wir so viele Leute hier sind, Sie dürfen sich durchaus mit Applaus beteiligen, dann wirkt das noch mehr live. Ja, wunderbar, da haben wir es doch. Herr Dr. Gernüx, die Kollegen draußen an den Monitoren haben wirklich schon großartige Fragen gestellt und Sie haben jetzt in Ihrem schnellen Wrap-up haben Sie gesagt, also wir haben uns ja schon lange immer mit Lieferketten und auch der Ethik der Lieferketten beschäftigt und eine Frage geht jetzt wirklich ganz genau darauf hin, als wir ein Vorgespräch gemacht haben, hatten wir das auch und da ist eben halt die Frage, was plant VW in Bezug auf Lithium, die CO2-Bilanz so gering wie möglich zu halten? Und der Fragende, wir haben noch nicht die Etikette jetzt beschlossen, ob ich den Namen dann nennen darf oder nicht. Mhm. Der Fragende fragt eben halt, wie sieht das aus mit der Versorgung von Lithium aus China, wo eben halt nicht unbedingt immer die besten Gewinnungsumstände sind, weder was die Arbeitskräfte belangt, noch was die Umweltfreundlichkeit anbelangt. Ja, ich denke, unabhängig jetzt von Lithium, also wir kommen ja vielleicht später auch nochmal in der Podiumsdiskussion darauf zu sprechen. Also was Volkswagen gerade rausgegeben hat vor knapp einem Monat, ist ein sogenannter Rohstoffreport in Richtung Nachhaltigkeit, orientiert sich an den Due Diligence-Vorgaben und da ist im Prinzip aufgezeigt, wie wir es machen. Grundsätzlich geht es natürlich immer erstmal darum, dass man das in Lieferbedingungen mit verankert, die grundsätzlichen Menschenrechtsbedingungen, aber auch die ökologischen Mindeststandards, die werden dann auch in einem aufwendigen Auditprogramm dann auch verfolgt, dass es auch umgesetzt wird. Wir hatten, glaube ich, über 100 Kontakte in der Vergangenheit in der Lieferkette, gerade in der Batterielieferkette, wo die Leute wirklich auch dann bis zur Mine runtergegangen sind und immer wieder Interviews geführt haben. Da wird darauf geachtet, dass zunächst erstmal die Lieferbedingungen auch weitergegeben werden von Volkswagen. Das ist wichtig und dass dann entsprechende Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt werden. Beim Thema Lithium haben wir auch spezielle Einkäufer, die wirklich das nur im Blick haben. Ich glaube, in der aktuellen Situation ist es schon so, dass es vor allen Dingen erstmal darum geht, die Produzenten, die wir jetzt haben, zu entwickeln. Und für viele ist das Thema CO2, was ich vorhin gesagt habe, auch noch nicht ganz so im Fokus, sondern man muss auch tatsächlich erstmal eine gewisse Sensibilität schaffen. Aber was ich war tatsächlich selber mal in China und was ich schon spannend finde, ist, mit welchem
welchen Geschäftssinn auch das Thema Carbon Footprint tatsächlich in China aufgenommen wird, ohne dass man gesagt wird, hier, nee, ich bleibe bei dem, was ich habe, sondern dass das wirklich aktiv mitgedacht wird und dass man tatsächlich, dass die chinesischen Hersteller es auch schon verstanden haben, dass der Carbon Footprint eine Rolle spielt. Und auch wenn jetzt vielleicht zum heutigen Zeitpunkt noch nicht alles super ist, aber es zumindest, und darauf kommt es, glaube ich, an, dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess angestoßen, und das verfolgen wir weiter. Großartig. Ich kann sagen, da kommen noch einige Fragen rein, die sich wirklich ganz genau um Lithium drehen. Auch zum Beispiel darum, wie viel Prozent Sie jetzt zurückgewinnen können aus einer Batterie. Vielleicht mögen Sie dann mal ganz kurz noch darauf eingehen. Es gibt ein paar Fragen, von denen wir sagen würden, das sind noch Fragen, die würden wir gerne dann im Panel gemeinsam besprechen. Aber vielleicht gibt es eine Zahl, die Sie uns teilen können? Also eine richtige Zahl wollte ich eigentlich nicht nennen. Also es ist, soweit ich das von den Kollegen kenne, heute schon bei über 50%. Es gibt ja auch so, in der Vergangenheit hieß es immer, Lithium kann man nicht so richtig zurückgewinnen aus den Recyclingprozessen. Ich glaube, mit so einem hydrometallurgischen Prozess ist es erstmal grundsätzlich einfacher, weil das Lithium in der wässrigen Lösung ist und dann hat man deutlich höhere Rückgewinnungsquoten. Also wir gehen schon davon aus, dass wir den allergrößten Teil dann auch wieder zurückbekommen. Und die letzte Frage ist sozusagen, ist es angedacht, sich möglicherweise in einen europäischen Verbund einzuklinken, wo es eben halt um Rückgewinnungen geht, also nicht nur sozusagen deutsche Produzenten? Das ist noch nicht angedacht, also zumindest habe ich das noch nicht angedacht und ich habe das auch bei Kollegen noch nicht so verstanden. Ich glaube, was jetzt erstmal wichtig ist, und das passiert ja zum Glück auch, dass die Technologien entwickelt werden. Und ich hatte ja gesagt, 2009 ging das los. Mittlerweile ist ein schöner Wettbewerb da und das ist auch gut so, dass man effiziente Recycling-Technologien hat. Und das ist natürlich auch eine komplexe Sache am Ende. Wie kommen die Fahrzeuge vom Schrottplatz wieder zu einem Recycler zurück? Aber dadurch, dass aus meiner Sicht die Batterie eine echte Wertstoffquelle ist und auch und Geld bringen kann, wird es einen Wettbewerb darum geben, wer den effizientesten Prozess hat. Und das finde ich gut und richtig so. Vielleicht können wir noch eine ganz kurze Begriffsklärung machen. Also ich habe gehört von Verarbeitungen, die in der Rückgewinnung von Rohstoffen unterwegs sind, dass Sie das Wort Sekundärrohstoffen, ich habe bei Ihnen das Wort Primärrohstoff gehört, gar nicht mehr so gerne mögen, weil die sagen, das, was wir wieder gewonnen haben, ist genauso gut wie der Primärrohstoff. Ist das etwas, was in Ihren Diskussionen innerhalb des Hauses überhaupt eine Rolle spielt? Wir haben da keine Diskussion der Begrifflichkeit, ehrlich gesagt. Ich nehme auch immer ganz unbedarft sekundär. Aber das ist kein Problem, denke ich. Ich hatte es ja vorhin auch in dem Kreislauf mit dargestellt. Ja. Also wir gehen im Recyclingprozess auf die elementare Ebene runter. Und wenn ich auf der elementaren Ebene bin, dann setze ich es danach wieder auch zusammen zu größeren Einheiten. Und deswegen gibt es da auch auf jeden Fall keinen Verlust. Und das haben wir auch in Tests schon für uns nachgewiesen. Herr Dr. Gernux, Sie werden gleich noch mal in den Chat reinschauen, vielleicht sich oder ein oder zwei möglicherweise schon mal im Vorhinein beantworten. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sie bleiben gleich bis zur Panel-Diskussion. Und meine Damen und Herren, Sie merken, wenn jemand so wirklich live und in Farbe neben einem steht, dann geht die Diskussion ein bisschen einfacher von der sowohl Zunge als auch von der Seele. Meine Damen und Herren, wir haben ja schon am Anfang gehört, als Herr Dr. Hoth seinen Vortrag gehalten hat, dass eben halt die Frage der Rohstoffe und der Materialien natürlich eine Frage ist, die Bundesregierung zentral beschäftigt für die wirtschaftliche Zukunft, für die wirtschaftlichen Arbeitsweisen hier in Deutschland. Das ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr gewachsen und seit so knapp einem Jahrzehnt gibt es auch eben halt ein offiziell bestelltes Monitoring. Das wiederum führt die DERA durch und ich sehe schon, unser nächster Redner kommt so langsam in Richtung des neu und abgeputzten Rednerpultes. Das heißt, seit circa 10 Jahren sind Sie, Herr Dr. Buchholz, damit befasst, eben halt dieses Monitoring durchzuführen mit Ihren Kollegen, mit denen Sie da unterwegs sind. Und da geht es dann natürlich vor allen Dingen um die in Anführungsstrichen kritischen Rohstoffe. Das heißt, inwieweit sind die verfügbar? Wir haben ja gehört, ein paar gibt es auch hier
die sind nicht ganz so kritisch. Und dann gibt es natürlich ihre Detailanalysen, die gehen von A wie Antimon. Also ich muss da jetzt auch wirklich mal drauf schauen, weil das sind so Vokabeln, die ich sonst nicht ganz so häufig nutze. Also Gallium, Lithium ist ja schon klar. Platin sowieso, das mögen Damen ja dann auch gerne. Aber dann kommen solche Sachen wie Zirkon. Da stolpert man dann wieder drüber. Als Normalmensch sage ich natürlich, nicht als Eingeweihter. Und dann gibt es natürlich Ihre Analysen, die geben uns wirklich das ganze Bild wieder. Das waren ja sozusagen diese Einzelteile. Sie selber sind mit dem Rohstoffthema bei BGR seit 16 Jahren unterwegs, eben halt an der Spitze von der Deutschen Rohstoffagentur seit circa einem Jahrzehnt. Naja, gut, also sie haben früh angefangen und haben eben halt diesen Wahnsinns-Background, der dafür großartig ist, selber Geologe gewesen zu sein, Dozent gewesen zu sein in Simbabwe, also einem Land, wo wir hier hinschauen. Und dann waren sie auch noch im Rohstoffhandel selber beschäftigt, also total spannend. Geben Sie uns doch mal einen Blick auf A, wie Sie dieses Rohstoffmonitoring durchführen und B, was dann unterm Strich dabei rauskommt. Also Meerrohunterbich gibt es nicht, der ist jetzt ein bisschen weiß geworden, aber Sie sind dran, Herr Dr. Buchholz. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Timmoch. Ja, das Rohstoffmonitoring, da geht es nicht nur um das Monitoring kritischer Rohstoffe, sondern das ist ja gerade das Ziel, auch herauszufinden, welche Rohstoffe wirklich kritisch sind, und wir sagen auch nicht kritische Rohstoffe, sondern erst einmal potenziell kritisch. Ja, denn ob die dann wirklich kritisch sind, das stellt sich dann irgendwann auch in der Zukunft heraus. Also, meine Aufgabe ist Ihnen, das Rohstoffmonitoring bei der Deutschen Rohstoffagentur kurz vorzustellen. Das ist ja auch Teil dafür sind wir von der Bundesregierung auch beauftragt. Und steigen wir direkt ein. Das Rohstoffmonitoring, das besteht aus einem Screening von Rohstoffnachfrage, Angebot und Preisentwicklung. Und dort, wo wir potenzielle Preis- und Lieferrisiken in den Märkten sehen, dort führen wir dann ganz gezielt auch detaillierte Marktanalysen durch. Und die Rohstoffmärkte sind eben von der Natur aus auch sehr stark nachfragegetrieben. Und deswegen und das ist ja auch Gegenstand der heutigen Konferenz. Und deswegen lassen wir in einer Auftragsstudie regelmäßig die Rohstoffe für Zukunftstechnologien screenen. Das sind mit der heutigen Veröffentlichung 200 Technologien, die untersucht wurden. Daraus eine Shortlist erstellt wurde von 33 Technologien, die dann die Fraunhofer-Institute sich im Detail angeschaut haben. Ja, Zukunftstechnologien sind der eine Nachfragetreiber der Rohstoffnachfrage. Zweiter Nachfragetreiber ist die Industrialisierung, und in dem Rahmen screenen wir auch die Wachstumsraten von Angebot und Nachfrage der Bergbauproduktion und der Raffinadeproduktion, screenen hier auch rund 80 Rohstoffe. Ja, das Angebotsscreening besteht hauptsächlich aus einem Screening der Angebotskonzentration in den Märkten. Das heißt, wo kann in den Rohstoffmärkten Marktmacht ausgeübt werden? Hierfür veröffentlichen wir die DERA Rohstoffliste zu 60 Rohstoffen, ungefähr etwas über 200 Handelsprodukten. Und Angebot und Nachfrage bestimmen bekanntermaßen den Preis. Und hier screenen wir eben die Preisentwicklung auf den Rohstoffmärkten mit 80 Preisspezifikationen. Und dann gehen wir halt in die Tiefe mit den einzelnen Marktanalysen zu einzelnen Rohstoffen führen hier eine Rohstoffrisikobewertung durch, entwickeln Angebotsszenarien und gleichen die mit Nachfrageszenarien ab. Ja. Und alle diese Informationen gehen in unsere Beratungsleistungen hinein und ergänzt durch Konferenzen wie die heutige, Rohstoffdialoge und auch Industrieworkshops. Ja, hier sieht man mal so einen Zeitstrahl, wie das Rohstoffmonitoring auch im Detail funktioniert. Wir haben monatlich erscheinende Produkte, wie eben die Preismonitore. Zusätzlich veröffentlichen wir zu ganz aktuellen Themen auch einen sogenannten Chart des Monats. Dann quartalsweise veröffentlichen wir in den sogenannten DERA Newsletter Rohstofftrends. Und halbjährlich wird ein Preistrendmonitor veröffentlicht. Gleichzeitig führen wir im halbjährlichen Abstand auch sehr intensive Gespräche mit der Industrie,
im sogenannten BDIDERA-Fachgespräch zum Rohstoffmonitoring durch, neben anderen Formaten, die es auch gibt. Und jährlich, ich sag mal, veröffentlichen wir so eine Anzahl 2 bis 3 Studien, Rohstoffrisikostudien eben zu einzelnen Rohstoffen. Und alle 2 Jahre wird dann die DERA-Rohstoffliste veröffentlicht, eben zur Angebotskonzentration auf den Rohstoffmärkten, der Wachstumsratenmonitor. Und alle 5 Jahre, da sind wir wieder beim heutigen Thema, eben die Studie in einer Auftragsvergabe Rohstoffe für Zukunftstechnologien. Gleichzeitig als 2. Treiber der Nachfrage eben auch Studien und Daten und Hintergründe zur Rohstoffnachfrage, die aus der Industrialisierung von Industrie- und Schwellenländern auch hervorgeht. Ja, und neu ist, dass wir, Herr Steinbach hat es erwähnt, dass wir das Thema Recycling-Rohstoffe jetzt auch zunehmend in unser Rohstoffmonitoring integrieren und auch in die bestehenden Produkte und weiter ausbauen. Ja, um Ihnen ein bisschen Einblick zu geben, woraus das Monitoring genau besteht, ein paar Worte zur Rohstoffnachfrage. Ich hatte es erwähnt, großer Nachfragetreiber der Rohstoffnachfrage ist die Industrialisierung eben. Denken Sie an den Ausbau der Infrastrukturen, den Städtebau, den Wohnungsbau, verschlingt Unmengen an Rohstoffen. Und das ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse zum Anteil der globalen, zum Anteil von Ländern an der globalen Rohstoffnachfrage für einen bestimmten Warenkorb. Und man sieht hier sehr schön, dass in der Mitte des 20. Jahrhunderts die Amerikaner etwa 50% Anteil an globalen Rohstoffbedarf hatten. Und heute liegt der Anteil der USA, auch Deutschlands, Japan, Südkoreas und Englands bei unter 10%. Und Sie sehen an ganz rechts im Diagramm die rote Linie mit dem enormen Anstieg der Rohstoffnachfrage, getrieben durch die Industrialisierung in China, mit einer Geschwindigkeit einzigartig in der modernen Wirtschaftsentwicklung. Ja, und was wäre hier der Ausblick? Wir sehen für die nächsten 5 bis 10 Jahre keinen neuen Industrialisierungsschub in den Märkten aus einem einzelnen Land. Aber denken Sie mal an Länder wie Indien, auch afrikanische Länder, südamerikanische Länder, vor allen Dingen auch Südostasien. In den nächsten Jahrzehnten könnte sich die Situation da auch noch mal deutlich verändern und zu einer Industrialisierung führen und damit verbundenen Nachfrageschub. Ja, 2. wichtiger Treiber der Rohstoffnachfrage, die Zukunftstechnologien, die benötigen quasi das gesamte Periodensystem der Elemente. Und vielleicht ist hier ganz kurz ein Blick interessant auf die sogenannten Schumpeters-Zyklen der Innovation. Und der letzte Innovationszyklus ist hier dargestellt mit der Digitalisierung und den neuen Medien. Und die Frage ist, was wird eigentlich der nächste der Innovationszyklus ausmachen? Und das ist ganz klar die E-Mobilität und die Energiewende, also die Energy Transition mit den verbundenen Technologien wird sicherlich ein neuer Innovationszyklus sein und damit verbunden auch eine veränderte Rohstoffnachfrage. Und wir sehen auch anhand der Frequenz dieser Zyklen, dass die immer enger werden, diese Zyklen. Das heißt auch, im Prinzip muss sich auch die Wirtschaft auf eine Veränderung, eine immer schnellere Veränderung der Rohstoffbedarfe mit neuen Zukunftstechnologien eben einstellen. Ja, zur Angebotsentwicklung führen wir eben auch einige Untersuchungen zu. Ein Screening, woher kommen die Rohstoffe eigentlich? Und da, wenn man sich eine Weltkarte anschaut, ist man vielleicht überrascht. So 60% der Rohstoffe kommen aus nur etwa 10 Ländern. 80% aus 15 Ländern. Und so die größten 10 Bergbauländer, aus denen die Rohstoffe kommen, sind Kanada, die USA, Brasilien, Chile, Südafrika, Russland, China vor allen Dingen, Indien und auch Australien. Und in den unterschiedlichen Lieferländern gibt es oder Bergbauländern gibt es eben auch unterschiedliche
Länderrisiken, unterschiedliche Risiken, die sich dann auf die Lieferkette hin auswirken, wie die Ausübung vom Markt macht, aber auch umwelt- und soziale Risiken sind hier verbunden in den unterschiedlichen Ländern. Und das schauen wir uns auch sehr genau an. Zum Beispiel die Marktkonzentration in den Märkten mit der DERA Rohstoffliste, das Monitoring der Angebotskonzentration. Hier bedienen sich die internationalen Wettbewerbsbehörden dem sogenannten Herfindahl-Hirschmann-Index. Und den sehen Sie aufgetragen auf der X-Achse. Die Länderkonzentration der globalen Bergwerksförderung im Diagramm links. Und auf der Y-Achse sehen Sie das Gewicht der Länderrisiko nach Weltbankindikatoren. Und das rote Feld bedeutet, dass hier Rohstoffe liegen mit erhöhten Preis- und Lieferrisiken, die Risikogruppe 3. Und das sehen Sie einmal für das Thema Bergwerksförderung und die Raffinadeproduktion auf der rechten Seite und die Beiproduktgewinnung. Und die das Spannende ist, in diesem roten Feld der Risikogruppe 3 befinden sich halt zahlreiche Rohstoffe wie die seltenen Erden, wohl bekannt mit einem Hauptlieferanten China, liegt halt auch in einem Land mit einem mittleren bis erhöhten Länderrisiko. Kobalt sehen Sie hier, Hauptlieferant die Demokratische Republik Kongo, erhöhtes Länderrisiko, hohe Marktkonzentration und andere Rohstoffe, wie sie gekennzeichnet sind. Ungefähr 40% der Bergwerksprodukte kommen aus Ländern mit einem erhöhten Länderrisiko oder haben eine entsprechende Risikogruppe 3 und ungefähr 70% der Raffinadeprodukte liegen da auch im erhöhten Risikobereich. Ja, China deckt ungefähr die Hälfte dieser Förderungen ab und deswegen hat China auch eine besondere Marktmacht in diesem Bereich. Ja, was bedeutet das eigentlich? Was sagt uns diese Arbeiten zur Angebotskonzentration? Einmal muss man aufpassen, weil durch eine hohe Marktmacht, hohe Angebotskonzentration hat man wenige Lieferanten im Markt. Und wenn da was schief geht bei einem Lieferanten, dann kann die Lieferketten entweder unterbrochen sein oder es kommt zu hohen erhöhten Preisen oder starken Preisvolatilitäten. Wenn man sich die Energiezeitalter mal Zeitraffer anschaut, dann kommen wir von einem Holz- und Kohlezeitalter hin in das Erdölzeitalter im 20. Jahrhundert, wo wir schon gefühlt eine hohe Marktmacht bei Erdöl beispielsweise hatten, allein durch die OPEC. Wenn man das alles zusammennimmt, auch die 12 Staaten der OPEC, dann kommen wir auf eine mittlere Marktkonzentration. Das heißt, die Märkte im Erdölbereich waren doch noch relativ diversifiziert. Bei den Rohstoffen, die für die Energiewende, eben im Energiewendezeitalter und digitalen Zeitalter, in das wir eintreten, benötigt werden, ist die Marktkonzentration, die Konzentration auf der Anbieterseite viel, viel höher noch als bei den Erdölmärkten. Und das betrifft Rohstoffe eben wie Silizium, Lithium, seltene Erden, Kobalt, Indium, Tellur und viele andere. Ja, das heißt, diese veränderten Bedingungen können dann auch wieder zu neuen handelspolitischen Konflikten führen. Und das muss man im Blick haben. Ja, Angebot und Nachfrage bestimmen die Preisentwicklung, deswegen schauen wir uns die auch sehr im Detail an und screenen sozusagen die Ereignisse, die preiskritischen Ereignisse auf den Märkten. Hier mal ein Beispiel der letzten 2 Jahre, ne, wo beispielsweise der Nickelpreis aufgrund angekündigten Exportverbots in Indonesien hier stark explodiert ist. Dann kam die Covid-19-Krise, die die Märkte verunsichert haben, die Preise sind eingebrochen. Aber aufgrund der dann anfolgenden steigenden Nachfrage, relativ raschen steigenden Nachfrage, sind die Preise auch bis heute wieder deutlich angezogen. Und neben diesen aktuelleren Entwicklungen schauen wir uns auch langfristige Preistrends an. Und die sind auch sehr, sehr spannend. Es gibt diese Superzyklen und Schweinezyklen in diesen Märkten. Und hier sieht man mal so eine Zeitreihe über fast 100 Jahre. Das Erstaunliche ist, dass die Rohstoffpreise real, also inflationsbereinigt, tatsächlich wieder auf ein altes Niveau
oder auch unterhalb eines früheren Niveaus sinken können. Und sie steigen in den Pfeilen angedeutet immer wieder mal an durch neue Innovationen, durch eine Industrialisierung oder durch Zukunftstechnologien. Aber das Angebot zieht ja auch mit der Zeit nach und die Preise können auch dauerhaft fallen. Ja, auch kurze Schweinezyklen innerhalb von auch hier in der Wachstumsphase Chinas gab es immer wieder kürzere Zyklen, fallen die Preise auch immer wieder auf ein Niveau zurück, ein bestimmtes Niveau zurück. Und das ist auch eine spannende Analyse, gerade auch für die Industrie, um zum richtigen Zeitpunkt sich auch entsprechend abzusichern. Und die Frage stellt sich auch, wo geht die Reise hin? Befinden wir uns noch innerhalb eines großen Superzykluses mit dem Eintritt Chinas oder sind wir am Beginn eines neuen Schweinezyklus, eines neuen Superzykluses. Ja, zu den Marktanalysen nur ganz kurz. Wie gehen wir da vor? Wir analysieren das zusätzliche Angebot, was so in den nächsten 5 bis 8 Jahren an den Markt kommt. Und stellen dann Angebotsszenarien, hier ein Beispiel zu Kobalt. Und Sie sehen sehr schön, so bis 2026, wo die größten Zuwächse in der Bereitstellung der Kapazitäten herkommen, nämlich aus der Demokratischen Republik Kongo. Heute ein Anteil von etwa 60% am Markt und zukünftig von 70% im Markt. Ja, und diese Angebotsbetrachtungen gehen dann in Szenarien rein, zu Angebots- und Nachfrageszenarien, wo wir es abgleichen und schauen, ob das Angebot, was steigen wird, ob das auch ausreicht, um eine bestimmte Nachfrage zu bedienen. Ja, das ist mal ein Überblick, zu welchen Rohstoffen wir bereits solche detaillierten Studien und auch sogenannte DERA-Industrie-Workshops durchgeführt haben. Zuletzt gerade mit einem Kupfer-Update, einigen weiteren Updates, die noch kommen, eine Nickel-Studie, die wir vor 2, 3 Wochen veröffentlicht haben und eine arbeitende Graphit-Studie. Ja, die Preis- und Lieferrisiken pausen sich halt vom Bergbausektor, aber auch vom Recycling-Sektor durch die gesamte Lieferkette hindurch und bis hin zu den Endprodukten und den Verarbeitern. Und es ist eben wichtig, die Risiken, auch als verarbeitende Industrie, die Risiken in den Primärmärkten und Sekundärmärkten intensiv auf dem Schirm zu haben und geeignete Sicherungsmaßnahmen zu erstellen, wie sie in diesen grauen Kästen eben aufgezeigt sind. Und darüber werden wir sicherlich noch weiter sprechen. Ja, die Frage stellt sich, und damit komme ich zum Ende, wie geht bei uns in der Deutschen Rohstoffagentur es eigentlich weiter mit dem Rohstoffmonitoring? Das ist ein wirklich komplexes Feld. Und wir haben so eine Vision, dass wir die Informationen, die ja tagtäglich aus vielen, vielen Quellen auf uns einprasseln, in ein Big Data System integrieren. Das ist eine riesige Herausforderung. Und da sind wir im Moment dabei, das hinzubekommen. Und ich denke mal, das ist eines der Zukunftsprojekte, ein Echtzeitmonitoring von solchen Risiken in den Märkten aufzubauen. Vielen Dank. Vielen Dank auch an Sie, meine Damen und Herren, dafür diesen Applaus gespendet zu haben, der so ungefähr auf 200 Leute hinweist. So viel sind es nicht. Also ich glaube, wenn wir hier 10 Leute sitzen haben, dann sind es viel. Lieber Herr Buchholz, vielen Dank, dass Sie uns auf diese Reise mitgenommen haben. Die eine wichtige Frage, die ich Ihnen jetzt unbedingt stellen muss, im Chat gibt es schon viele Diskussionen und wir werden also nachher die Panel-Diskussion durchaus noch ein bisschen verlängern müssen. Aber die wichtigste Frage ist, wenn Sie auf die deutschen Unternehmen schauen, wenn Sie auf die deutsche Industrie schauen, haben Sie das Gefühl, haben Sie den Eindruck, beweisen Ihre Analysen, dass die Unternehmen beim Thema Rohstoffsicherung gut aufgestellt sind? Also zunächst muss man auch mal deutliches Lob aussprechen. Die Unternehmen haben in den letzten 10 Jahren mit dem hohen Preisvolatilität in den Rohstoffmärkten gelernt und in ihren Konzernen auch Strategieabteilungen eingerichtet, um sich die Rohstoffmärkte im Detail anzuschauen. Das können die Großkonzerne, wie Herr Gernux das auch eindrücklich beschrieben hat, ja sehr gut. Im Mittelstand oder bei den kleineren Unternehmen ist das manchmal etwas schwieriger und deutlich aufwendiger, aber auch da stehen wir eben mit Informationen bereit. Also strategisch gut aufgestellt
Sicherlich, wobei unser Wunsch ist, dass die deutsche Industrie, gerade was die Diversifizierung der Lieferquellen in Märkten, die eben potenziell kritisch sind, noch viel besser vielleicht laufen müsste, um sich auch strategisch innerhalb der Lieferkette mit ihren Zulieferern abzusichern und zu positionieren. Ich erinnere mich an Diskussionen schon vor langer, langer Zeit, also das ist bestimmt schon 10 Jahre her, wo wir immer wieder diskutiert haben, kann der Mittelstand das überhaupt, kann der seine Lieferketten genug austarieren? Inwieweit stehen Sie dem deutschen Mittelstand da zur Seite? Mit allen unseren Produkten und Informationen des Rohstoffmonitorings, aber nicht nur das. Wir haben ein Kontaktbüro, wo wir jederzeit erreichbar sind. Und das ist auch einer unserer Stärken oder auch unserer Aufgaben, dass wir telefonisch auch beraten, Erstanfragen annehmen und uns dann auch teilweise in Themen tief eingraben, um den Unternehmen weiterzuhelfen. Großartig, vielen Dank. Ihre E-Mail-Adresse ist sehr schnell zu bekommen. Da freuen wir uns alle. Wir werden uns gleich nochmal auf der Panel-Diskussion sehen. Also laufen Sie nicht ganz so weit weg. Aber meine Damen und Herren, das Tolle ist, wir sind nicht nur in Berlin verhaftet, sondern wir haben auch heute einmal zugeschaltet eine Kollegin, die in Brüssel sitzt, sodass wir auch sozusagen das den europäischen Blickwinkel mitbekommen können. Sie alle wissen, die Diskussionen, die mit dem Green Deal verbunden sind. Wir können wahrscheinlich die Zahlen alle, die hier im Raume sind und wahrscheinlich sie an den Monitoren auch runterbeten. Also wir wollen auf 55% von Stichpunkt 1990 zurückkommen im Jahr 2030, um dann klimaneutral zu sein im Jahr 2050. Das ist sozusagen so eine basispolitische Forderung und die bedeutet natürlich auch, dass dementsprechend Technologien und Techniken erarbeitet werden müssen. Und wenn man sich die Szenarien des Weltklimarates IPCC anschaut, dann ist das natürlich vollkommen klar. Das sollte so sein, aber die Frage ist natürlich, wie mache ich es? Mit welchen Vorgaben, mit welchen Unterstützungen möglicherweise aus Brüssel. Und ich schaue schon mal sozusagen nach links auf den Monitor, denn ich sehe, sie ist bereits da, Constanze Fee vom Referat für energieintensive Industrien und Rohstoffe bei der Europäischen Kommission. Sie, Frau Fee, haben eine Studie mit zusammengestellt, mit betreut, die schon im letzten Jahr rausgekommen ist. Die heißt Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU, a Foresight Study. Das heißt also, Sie schauen schon mal voraus und es kann ja durchaus auch sein, ich hoffe, dass wir das von Ihnen erfahren, ob sozusagen die Bedürfnisse und die Vorschauen aus der Perspektive Berlin und aus der Perspektive Brüssel sich ein klein wenig unterscheiden. Erstmal legen Sie uns jetzt den roten Teppich raus in den nächsten 15 Minuten, dann reden wir nochmal miteinander. Vielen Dank, Frau Fee. Vielen Dank für die nette Einführung. Hallo aus dem Hauptstadtbüro Brüssel. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde, auf unseren Report bei dieser Veranstaltung vorzustellen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich die... Danke, sehr gut. Danke an die Technik auch, die übrigens hervorragend ist. Ich stelle Ihnen heute unseren Report vom letzten Jahr vor, Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU, a Foresight Study, hier auf dieser Folie vergessen. Und zwar ist es institutionell verlangt, kleiner Scherz, dass wir erstmal über den politischen Hintergrund reden. Auf dieser Slide sind jetzt drei Dinge, die relativ kurz vor dieser Studie passiert sind oder im Entstehen dieser Studie praktisch veröffentlicht wurden von der Europäischen Kommission. Das eine war der Europäische Grüne Deal, der vorstellt, dass wir im Jahr 2050 keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr freisetzen und dass wir Wirtschaftswachstum und Emissionen entkoppeln. Außerdem das Naturkapital der EU schützen, die Gesundheit bewahren und verbessern, Wohlergehen der Menschen ebenso schützen. Dazu gehört auch, dass wir irgendwie für einen gerechten und inklusiven Übergang sorgen in dieser Zeit, wo sich unsere gesamte Wirtschaft eigentlich umstellen muss.
Das zweite, was rauskam, war die neue Industriestrategie für Europa, die ermöglicht, dass die EU beim oder die Industrie in der EU beim zweifachen Wandel, nämlich ökologisch und digital, die Führung übernehmen kann und die Wettbewerbsfähigkeit vorantreibt. Die Industrie wird hier gesehen als Beschleuniger und Wegbereiter dieses Wandels. Und gleichzeitig in dieser Strategie wird auch die Souveränität der EU angesichts eines sich verschärfenden geopolitischen Klimas angesprochen. Das Ziel des Ganzen ist, einen regulatorischen Rahmen zu schaffen und eine politische und strategische Richtung vorzugeben, die eben diese parallele grüne und digitale Wende beschleunigt. Und das Dritte ist dann, was wir als Next Generation EU Communication bezeichnen oder auf Deutsch die Stunde Europas Schäden beheben und Perspektiven für die nächste Generation eröffnen. In dieser Kommunikation oder Mitteilung wird relativ deutlich auch darauf hingewiesen, dass wir uns nicht erlauben können, irgendwie Abhängigkeiten durch Abhängigkeiten zu ersetzen. Also Abhängigkeiten von Erdöl- und gasfördernden Ländern zu ersetzen durch Abhängigkeiten im Rohstoffbereich. In diesem Konjunkturpaket, das hier vorgestellt wird, ist auch vorgesehen, dass die grüne und digitale Wende beschleunigt wird, dass die Wettbewerbsfähigkeit weiterhin erhalten und vergrößert wird und dass sich die Position Europas als globaler Akteur irgendwie weiter stärkt. Dazu kamen dann noch diverse andere, also das ist der politische Hintergrund. Das Ganze wurde dann noch weiter verfolgt irgendwie durch eine generelle strategische Vorausschau, eine Mitteilung zur generellen strategischen Vorausschau in der EU, Nutzen und Verwendung davon, sowie dann jetzt im Mai 2021 eine neue Industriepolitik. Letztes Jahr, 2020, haben wir auch veröffentlicht eine Mitteilung zu kritischen Rohstoffen mit einem wunderbaren deutschen Titel, und aufmerksame Leser werden merken, dass wir irgendwo zwischen März und Mai 2020 irgendwie vom Pfad der kurzen Titel abgekommen sind. Aber Theoriebildung, dazu überlasse ich Ihnen. Die einen 10-Punkte-Plan vorstellt, wie wir unsere Rohstoffsicherung irgendwie vorantreiben können, was notwendig ist, welche Achsen wir berücksichtigen müssen und ebenso eine Liste von 30 kritischen Rohstoffen für die EU vorstellt. Das Ganze wurde als Paket veröffentlicht mit der Mitteilung, mit einem Hintergrundbericht und mit materialspezifischen Berichten und auch dem vorgenannten Report zu den kritischen Rohstoffen für strategische Technologien und Sektoren in der EU. Natürlich haben wir nicht irgendwie 2020 angefangen, diesen Report vorzubereiten, aber wir hatten spezifische Fragestellungen. Zum Beispiel, wie ist denn unsere aktuelle Versorgungslage? Wie kann sich denn die Nachfrage entwickeln? Und wer ist eigentlich in Konkurrenz in der EU? Für welche Rohstoffe? Wir stehen hier nicht alleine da, sondern wir stehen natürlich auf den Schultern vorangegangener Riesen in solchen Untersuchungen. Dazu gehören natürlich irgendwie die DERA Zukunftstechnologiestudien. Dazu gehört auch das Arbeitspaket 2 unseres Horizon 2020 Projektes Green, aber auch intern oder von unserem Untersuchungszentrum gemachte Studien, die davor kamen. Zum Beispiel 2013 kam raus ein Critical Metals in the Path Towards the Decarbonization of the EU Energy Sector, die zusammen mit Fraunhofer erstellt wurde. Energy and Transport Technologies in 2016. Dann in 2018
Moment. In 2018? Raw Materials for Battery Applications. Entschuldigung, ich komme hier gerade ein bisschen durcheinander. Raw Materials for Battery Applications, die zusammen mit der Europäischen Batterieallianz erstellt wurden. 2019 ein Bericht zu Materialabhängigkeiten für Dual-Use Technologies, also solche, die sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich verwendet wurden. Und 2020 Wind and Solar, Raw Materials Demand for Wind and Solar, also Rohstoffbedarf für Wind- und Solartechnologie, sowie ein Update von Battery Materials auch in 2020. Diese Studien haben wir genommen und haben, was irgendwie darin zu finden war, erstmal in einer Studie vereinigt. Wir haben ein Mapping gemacht, über welche Technologien, welche Rohstoffe verwenden. Und dann haben wir auch die Technologien zu den jeweiligen Sektoren gemappt. Also welche Sektoren zum Beispiel welche Technologien verwenden, welche Technologien auch auf andere Technologien zurückgreifen. Das sehen Sie zum Beispiel rechts oben in der Ecke. Wenn wir auf Roboter schauen, dann gehört da dazu, dass irgendwie eine Batterie mit drin ist oder eine Fuel Cell. Dann gehört da dazu, dass da Energie reingeht, deswegen das Windrad und die Solarzelle. Dann gehört da auch dazu, dass dann gehört da auch dazu, dass da ein Motor drin sitzt. Von daher, das ist ein Mapping, das wir eben für diese Studie gemacht haben. Und dann haben wir uns angeschaut in dieser Studie, die eigentlich eine doppelte Studie ist, zu Versorgungslage und Engpässen und möglichen Engpässen, sowie zu Zukunftsaussichten, ähnlich wie die Fraunhofer-Studie. Und da haben wir dann die einzelnen Technologien angeschaut. Wie Sie auf der linken Seite sehen, sieht es generell bei den Rohstoffen in der ersten Stufe nicht so richtig gut aus. Die wird nur noch übertroffen, diese Stufe von zwei Technologien, wo es in Europa keinerlei Hersteller keinerlei Hersteller für diese Technologien gibt. Auch wichtig oder auch interessant und in unserem Report relativ weit hinten versteckt, ist ein Mapping, welche Lieferanten für welche Rohstoffe und welche Komponenten und welche Materialien verantwortlich sind. Und Sie sehen, dass, ich bin mir nicht sicher, ob Sie es lesen können, an dritter Stelle ist China. Und das ist generell auf allen Stufen, die wir betrachtet haben oder an allen Ketten dieser Versorgung, allen Gliedern dieser Versorgungskette relativ groß beteiligt. Das Ganze haben wir dann auch noch per Technologie durchgemacht. Das sind sozusagen per Technologie die zwei Graphen von davor vereinigt. Woher kommen die Rohstoffe und wie sieht unsere Versorgungslage aus? Hier muss dazu gesagt werden, woher kommen die Rohstoffe anschauen, dann schauen wir hier auf den Sitz der Lieferanten und nicht auf den Produktionsstandort in dieser Analyse. Das ist manchmal kongruent, aber nicht immer. Meistens, manchmal, nicht immer. Und dann haben wir uns gefragt, was heißt das denn eigentlich so für die Zukunft? Wie können wir das übersetzen? Das hängt auch zusammen mit den 2019 Reporten von der OECD und von dem International Resource Panel, die voraussagen, dass bis 2060 unser Verbrauch unser Rohstoffverbrauch sich verdoppeln wird und für Metalle der größte Wachstumsanteil ist. Und dann ist die Frage natürlich, was wächst denn da eigentlich und woher kommt es denn? Wir haben drei unterschiedliche Szenarien zur Nachfrage entworfen. Das eine ist das sogenannte LDS, das ist das Low-Demand-Szenario. Das setzt eine geringe Ambition voraus, also geringe Ausbreitung Technologien und eine relativ hohe Materialeffizienz und eine hohe Lebensdauer der einzelnen Technologien. Dann ein mittleres Szenario, das eigentlich von allem ungefähr die Mitte nimmt,
mittlere Ambition, mittlere Materialeffizienz, mittlere Lebensdauer und dann ein High-Demand-Szenario, also ein Szenario mit hoher Ambition, mit geringer Materialeffizienz und mit geringer Lebensdauer. Das basiert zum einen auf den Modellen der Long-Term Strategy, die 2018 veröffentlicht wurde von der EU zur Dekarbonisierung. Und das Szenario für die hohe Nachfrage basiert irgendwie auf einem JRC Times Model für das Low Carbon Energy Observatory. Wer sich das jetzt liest, darf sich Fragen stellen. Zum Beispiel, würde irgendwie eine geringe Ambition nicht gleichzeitig mit einer geringen Materialeffizienz einhergehen? Und ja, das ist richtig. Das sind nicht unbedingt realistische Szenarien, sondern das sind sozusagen Minimum-Maximum-Szenarien, die wir da entworfen haben. Deswegen sind die so angeordnet. Wir wollten gerne wissen, was ist denn so das Maximum, das wir mit unseren Modellen rausholen können? Was ist denn so das Worst-Case-Szenario, auf das wir uns vorbereiten müssen? Und deswegen sind die so arrangiert, wie sie arrangiert sind. Das Ganze haben wir dann umgesetzt per Technologie. Und das funktioniert dann für die Rohstoffnachfrage manchmal besser und manchmal schlechter, je nachdem, wie gut die Vorhersagen sind oder wie dezidiert die Vorhersagen sind. Weil man natürlich, wenn man nicht weiß, wie viel, also wenn es keine richtigen Szenarien zum Beispiel gibt, für wie viele Drohnen denn eigentlich eingesetzt werden, kann man auch nicht wirklich ausrechnen, wie viel Material man dafür braucht. Das ist, denke ich, eine gemeinsame Plage, die alle Vorausschaustudien plagt. Die Analyse ist nur so gut wie das Szenario, das man verwenden kann oder das Szenario, das man finden kann. Wir haben uns das Ganze angeschaut per Sektor. Das heißt, links sehen Sie, was wir erwarten für E-Mobilität. Und wahrscheinlich ist es ein bisschen schlecht zu sehen. Das ist dann Lithium, Graphit, Kobalt, aber auch also die Materialien praktisch, die wir brauchen für Batteriezellen, aber auch für Motoren. Deswegen sind da zum Beispiel auch drin seltene Erden, die wir für permanente Magnete verwenden müssen oder wollen werden. Auf der rechten Seite sehen Sie das Ganze für erneuerbare Energien. Und auch da finden sich natürlich Überschneidungen wieder. Lithium ist da mit dabei, weil wir für die Speicherung von Energie natürlich auch Batterien brauchen. Und die seltenen Erden sind da auch dabei, weil die in den Windkraftwerken drinstecken. Und dann haben wir uns auch gefragt, was heißt es denn jetzt eigentlich, wenn sich unsere Sektoren, die wir anschauen, immer um die gleichen Rohstoffe bemühen oder immer im Wettbewerb stehen um die gleichen Rohstoffe. Und daher und aus dieser Überlegung kommt dieser doch relativ oft verwendete und bekannte Graph, der eben sich anschaut, welche Materialien in welchen Technologien drinstecken und welche Technologien dann von welchen Sektoren verwendet werden. Was, soweit ich weiß, das erste Mal ist, dass sich das jemand so systematisch angeschaut hat, zumindest in der EU. Bei der DERA bin ich mir sicher, dass das durchaus bekannt ist. Und daraus haben wir dann auch entwickelt eine kombinierte Nachfrageentwicklung. Was heißt es denn jetzt, wenn wir tatsächlich eine Energiewende und eine Hinwendung zur E-Mobilität haben? Was bedeutet das denn für den Lithiumbedarf oder für Nickel oder für die seltenen Erden? Und haben dementsprechend dann die Nachfrage kombiniert. Das ist zum Teil, wenn man sich das so anschaut, dann ist es erschreckend. Dann sieht man, dass wir beinahe 60 Mal mehr Lithium brauchen, als wir 2018 überhaupt irgendwie gebraucht haben. Also 2018 insgesamt in der EU gebraucht haben für alle Anwendungen von Lithium und das ist nur für diese zwei spezifischen Anwendungen. Allerdings ist dieses Bild ein bisschen verzerrt. Wenn Sie sich zurückerinnern an die Szenarien, das, was da als hoch, als höchster Wert rauskommt, ist unrealistisch. Und
es ist auch nicht unbedingt, dass das, was die höchsten Werte hat, das ist, was einen am meisten irgendwie Sorgen bereiten müsste. Dass die 60 mal mehr Lithium sind wahrscheinlich weniger besorgniserweckend als zum Beispiel die dreimal so viel Nickel. Und das nicht erst seit Elon Musk darüber getwittert hat. Moment. So. Und dann fasse ich mal zusammen, was denn unsere Studie so ergeben hat. In der aktuellen Versorgungslage, also wo wir schauen, wo können wir denn Engpässe vorhersehen oder wo sind Engpässe höchstwahrscheinlich, sehen wir, dass die Rohstoffphase für alle Technologien eigentlich die am meisten kritische ist und dass wir nur circa 3% der benötigten Rohstoffe überhaupt in der EU fördern. Aber gleichzeitig nimmt diese Analyse von 2020 oder natürlich schon 2019 nicht irgendwie in Betracht, dass Versorgungsengpässe auch dann entstehen können, wenn ein einzelnes Glied der Lieferkette nicht mehr funktioniert, wie zum Beispiel in jüngster Zeit Halbleiter und Mikrochips. Wie könnte sich denn die Nachfrage entwickeln? Wir sehen, dass sich für alle untersuchten Materialien eine signifikante Steigerung ergibt in 2050. Nicht nur in dem Worst-Case-Szenario, sondern auch in dem mehr realistischen mittleren Szenario. Aber dass das nicht für alle Materialien gleichermaßen besorgniserregend ist. Was hier in dieser Studie überhaupt nicht irgendwie in Betracht gezogen ist, ist die geopolitische Dimension. Denn wir sind ja nicht die Einzigen, die klimaneutral werden wollen. Und das ist ein entscheidender Faktor bei der Nachfrageentwicklung und das muss so weit wie möglich berücksichtigt werden. Und bei der dritten Frage, wer konkurriert denn in der EU für welche Rohstoffe, zeigt sich, dass besonders Energie und Mobilität auf dieselben Rohstoffe zugreifen, was natürlich irgendwie bei den 2050-Klimazielen problematisch wird. Nachdem wir nicht sehr viele Szenarien oder kein Szenarium wirklich zur Digitalisierung gefunden haben, wir aber wissen, dass durchaus viele von den Rohstoffen, die für die Energiewende und für die Mobilitätswende verwendet werden, auch für die Digitalisierung verwendet werden, macht das Ganze noch ein bisschen kritischer. Nichtsdestoweniger ergibt aber diese Studie auch, dass da Synergien sind, die durchaus genutzt werden können, um die Rohstoffsicherung voranzutreiben. Weil nicht jeder einzelne Sektor oder jede einzelne Industrie sich damit auseinandersetzen müssen, wo sie selber nur ihren Rohstoffbedarf herkriegen, sondern man da auch Economies of Scale generieren kann, wenn alle ähnliche Rohstoffe haben wollen. Und noch ein kleiner Vorausschau, wir planen eine Nachfolgestudie in 2023 mit mehr Technologien, mehr Geopolitik und verbesserten Formeln. Vielen Dank. Auch Ihnen gebührt ein entsprechender Applaus, Frau Fee. Und ich habe gerade gesehen, Geopolitik wird mehr in der neuen Studie vorkommen. Vielleicht können Sie ja schon mal so ein Sneak Preview geben. Denn wir haben hier im Chat doch einige Fragen, die sich damit beschäftigen. Wir haben ja nicht sozusagen nur die Verteilung innerhalb Europas, sondern wir haben ja auch die großen Blöcke, die auf die limitierten Rohstoffe zugreifen. China auf der einen Seite, USA auf der anderen Seite. Und da ist wirklich die Frage, wie geht Europa damit um? Also wie kann sich Europa versuchen, die Zugänge zu den Märkten zu sichern? Das ist eine sehr gute Frage. Was wir machen oder was Teil unseres Aktionsplans für kritische Rohstoffe ist, ist zum einen strategische Partnerschaften zu entwickeln mit Ländern, die sozusagen, wo wir wissen, dass Nachhaltigkeit kein Fremdwort ist, was mittlerweile wahrscheinlich überall auf der Welt der Fall ist oder in bestimmten Umständen, in bestimmten Maßen. Aber sozusagen, dass wir aufbauen irgendwie auf dem EU-Monopol für irgendwie Handel und versuchen, das zu monopolisieren, indem wir zum Beispiel Rohstoff
Partnerschaften entwickeln, dass wir auch versuchen, irgendwie strategisch zu investieren, dass wir versuchen, strategisch zu fördern, wenn EU-Industrie investieren will in Drittländer. Ich denke mir, wir können gleich in der Podiumsdiskussion die Frage möglicherweise noch mal vertiefen oder noch mal auf eine andere Art und Weise spiegeln. Erstmal vielen Dank für Ihre Antworten, denn jetzt stehen Sie hier, die Autoren und diejenigen, die diese Studie, über die wir schon die ganze Zeit sozusagen als Vorausschau geredet haben, und werden Sie uns vorspringen, Rohstoffe für Zukunftstechnologien, Edition 2021. Frau Fee hat ja gerade gesagt, die europäische Studie, die wird noch mal eine Folge haben, und hier ist es schon die dritte. Ich kann einfach nur sagen, das waren beide Ihre Institute, die immer damit beteiligt gewesen sind. Es ist nicht erstaunlich, dass Sie jetzt diese Studie nicht dabei haben. Das ist immerhin so ein dicker Wälzer, 366 Seiten haben wir schon gehört. Ich weiß nicht, wie viel Megabyte mein Laptop da schlucken musste. Aber Sie haben unendlich viel Arbeit da reingesteckt, zwei Institute und natürlich mehr und mehr Kollegen. Das Spannende, was wir gerade gehört haben, ist, auch Frau Fee von der europäischen Sichtweise hat eben halt mehrere Szenarien nebeneinander gelegt. Ich weiß, dass die 33 Technologienpfade, die Sie analysiert haben, dann auch nochmal unterteilt waren in drei unterschiedliche Pfade. Die bringen Sie uns jetzt näher. Einmal Nachhaltigkeit, einmal ein Mittelweg und dann einen fossilen Pfad. Das werden Sie uns alles noch gleich berichten. Und ich denke mir mal, in Angesicht der Zeit, ja, wir wissen, wir hängen ein wenig, meine Damen und Herren, aber Sie sollen, don't worry, Ihre 40 Minuten bekommen. Und jetzt werde ich noch mal ganz schnell eine Sekunde darauf verwenden, wer Sie denn sind. Der Gentleman in der Mitte zwischen den beiden Damen ist Dr. Frank Marscheider-Weidemann, hat bereits die Vorgängerstudie betreut und hat sich nicht davon abhalten lassen, es trotzdem nochmal zu machen. Sie sind vom Fraunhofer ISI, Competence Center Nachhaltigkeit und Infrastruktur, Projektleiter etc. pp. Und dann haben wir eine Dame, deren Berufsbezeichnung nicht nur Umwelttechnologin ist, sondern auch Kreislaufwirtschaftsspezialistin, so viel Zeit muss sein, Franziska Meisel als Mitautorin der Studie von dem anderen Fraunhofer-Institut, nämlich für Zuverlässigkeit und Mikrointegration. Zuverlässigkeit ist ein wunderschöner Titel in einem Institut, also ganz klasse. Bevor ich jetzt weiterrede, machen Sie doch einfach, Sie haben verteilte Rollen, danach diskutieren wir noch ein bisschen und dann geht es in die Panel-Diskussion. Der weiß-grüne, rote Teppich, welche Farbe Sie auch gerne hätten, aber jedenfalls ist er ausgerollt. Also. Vielen Dank für die nette Einführung. Ich hoffe, erstmal bedanke ich mich, dass ich die Studie hier auch vorstellen kann mit meiner Kollegin. Sie sehen ja im Prinzip, dass wir nicht die Einzigen sind, die an der Studie gearbeitet haben. Es ist halt so, dass aus beiden Instituten über 20 Leute sozusagen sich mit diesen Technologien, die wir da untersucht haben, beschäftigt haben. Und auch denen möchte ich hiermit nochmal danken. Ich werde kurz was zur Methodik der Studie sagen, dann was zur Technologieauswahl. Dann bringen wir ein paar Technologiebeispiele und am Ende natürlich die Ergebnisse. Wie gesagt, es ist schon die dritte Studie, die wir gemacht haben. Die Methode ist inzwischen schon relativ gut getestet in diesen ersten Studien. Was wir machen, ist eigentlich auch kein Hexenwerk. Wir gucken uns an den Rohstoffbedarf einer bestimmten Anwendung in Tonnen pro Jahr, indem wir uns den spezifischen Rohstoffbedarf der Anwendung angucken. Also einfach in Tonne pro Einheit. Und dann haben wir eine Aktivitätsrate, die so die wirtschaftliche Entwicklung der Anwendung darstellt. Das können einfach auch Tonnen sein eines Produktes oder im Fall von Glasfaserkabel auch Millionen Kilometer oder im Fall von zum Beispiel Meerwasserentsalzung dann entsalztes Seewasser. Was wir uns dann angucken, ist, wir gucken einfach, wie ist der Rohstoffbedarf heute,
Also in diesem Fall war das Bezugsjahr 2018 und das Zukunftsjahr 2040. Und wir überlegen dann, wie wird eben die wirtschaftliche, also der Markt sein im Jahr 2040 und gucken uns dann auch nochmal an, und das passiert eben häufig, ob sich der spezifische Rohstoffbedarf pro Anwendung geändert hat. Wir verwenden dann Diffusionsmodelle unterschiedlicher Art. Die sind auch sehr unterschiedlich in den einzelnen Technologien. Im Prinzip ist es so, dass wir uns überlegen, wie eine neue Technologie, wie eine neue Zukunftstechnologie in den Markt kommt. Und in der Regel haben wir irgendwie eine Wachstumsgrenze, ein maximales Marktvolumen. Und abhängig sozusagen, wie lange die Technologie hält, können wir uns dann ausrechnen, was so im Jahr 2040 tatsächlich an Rohstoffen gebraucht wird, um diese Technologie in diesem Jahr herzustellen. Wir haben jetzt das erste Mal auch sozusagen Rahmenszenarien verwendet. Dazu haben wir die Shared Socioeconomic Pathways benutzt. Das sind 5 Szenarien, die im Rahmen der Abschätzung der Klimagasemissionen für den Weltklimarat entstanden sind, von ganz unterschiedlichen Institutionen. Das sind natürlich Energieszenarien. Deswegen nennen wir die auch Rahmenszenarien. Ausgewählt haben wir ein Szenario, wo es um die Nachhaltigkeit geht. Dann ein Szenario, wo sozusagen der fossile Pfad weiter betrieben wird, wo man sozusagen die Weltgemeinschaft sagt, ja, klar, wir müssen was machen mit dem Klimawandel, aber zuerst nutzen wir die Kohle, weil wir haben nichts anderes, alles andere ist zu teuer, geht auf den Wohlstand. Und wir haben ja am Ende sozusagen auch noch die Möglichkeit, sozusagen Technologien einzusetzen, bis hin eben zu Global Engineering, um die CO2-Mengen bzw. auch die Temperaturen wieder auf vernünftige Werte zu geben. Wir haben uns für 3 entschieden. Es gibt zusätzlich noch 2 andere, wo es darum geht, dass die Ungleichheiten zwischen den Ländern größer werden. Und es gab auch Überlegungen, das SSP3 zu nutzen. Da ging es um Wettbewerb zwischen den Ländern. Aber man kann halt nicht alles machen innerhalb einer Studie. Wenn ich jetzt sage Rahmenszenarien, dann ergeben sich daraus gute Hinweise für Energietechnologien, weil es ja hier um Klimawandel geht. Die sind da gut abgebildet. Bei anderen Bereichen mussten wir uns halt überlegen, was sozusagen auf Basis dieser Narrative, die Sie hier auch sehen, sozusagen das für die Mobilität oder für die Digitalisierung bedeutet. Das ist eben auch dann in der Studie ausgedrückt. Was auch neu ist zu den anderen beiden Vorgängerstudien ist, dass wir, das wurde ja vorhin auch schon gesagt von Herrn Roth, dass wir die nicht so sehr den Branchenblick hatten, als vielmehr uns überlegt haben, welche Cluster kann man bilden. Und wir haben dann, wie man hier sieht, am Beispiel des Clusters Mobilität geguckt, ob wir sozusagen alle Bereiche des Clusters mit unseren Zukunftstechnologien abbilden, beziehungsweise ob es irgendwo eine Technologie gibt, die wir vergessen haben, die trotzdem und vor allen Dingen auch wichtig ist für ein Cluster, damit es überhaupt funktioniert. Das hat dazu geführt, dass wir ein bisschen von diesen, ich sag mal, Hightech-Zukunftstechnologien weggegangen sind, weil in vielen Clustern geht es eben auch darum, dass die Dinge funktionieren müssen, dass man eine bestimmte Infrastruktur braucht. Deswegen hier auf der nächsten Folie sehen Sie die Zukunftstechnologien, die wir immer noch so genannt haben. Da sieht man eben aber auch zum Beispiel in dem 5. Cluster Strom- und Datennetzwerke auch den Ausbau des Stromnetzes. Das haben wir eben mit betrachtet, weil das eben ein Treiber, neudeutsch würde man Enabler sagen, für die anderen Zukunftstechnologien ist. Hier vielleicht auch nur noch mal diese 5 Cluster: Mobilität, Luft- und Raumfahrt, Digitalisierung und Industrie 4.0, Energietechnologien und Dekarbonisierung,
Kreislauf und Wasserwirtschaft, Strom- und Datennetzwerke, das sind eben die Cluster, die sich gebildet haben. Wie vorhin ja schon anklang, haben wir die 33 Technologien, die wir hier untersucht haben. Davon sind die 9 Technologien, die vorher noch nicht untersucht worden sind, blau in dieser Darstellung. Ja, sehr sorgfältig ausgewählt, auch in Rücksprache mit der DERA. Wir hatten auch einen Industrieworkshop im November 2019, wo wir mit Industrie und Verbänden auch besprochen haben, welche Zukunftstechnologien für die interessant sind und wo sie besondere Nachfragen erwarten. Das ist eben der, sozusagen, ist einer der Faktoren der Auswahl. Wir haben geguckt, wie wird das im Jahr 2040 aussehen mit den Technologien und sind große Mengen an Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen zu erwarten aus diesen Technologien. Dann würde ich abgeben. Bitte. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die tolle Einleitung und auch vielen Dank nochmal, dass ich die Gelegenheit heute habe, unsere Ergebnisse hier zu präsentieren. Auch live vor Ort seit 1,5 Jahren und nicht zu Hause im Wohnzimmer. Das ist, ja, danke dafür. Und danke Frau Zümoch für die schöne Einleitung auch. Wie gesagt, ich komme vom Fraunhofer IZM und stelle heute 2 unserer Ergebnisse vor. Wir haben leider einfach nicht die Zeit, mehr vorzustellen. Die Synopsen sind doch relativ umfangreich. Ich stelle zum einen Lithium-Ionen-Batterien für elektronische Anwendung oder Elektromobilität vor und zum anderen die Rechenzentren. Wie wir wissen, Elektromobilität ist ein stark wachsender Sektor. Wir haben ja vorhin die Präsentation gehört, wo es auch um die Elektromobilität ging. Die Bundesregierung hat sich auch ambitionierte Ziele gesetzt, natürlich den CO2-Ausstoß in Deutschland zu senken. Gerade jetzt mit dem neuen Klimaschutzgesetz, wo wir bis 2045 klimaneutral werden möchten, ist natürlich die Elektromobilität eine Technologie, die wir auch brauchen, um diese Ziele zu erreichen. Und gerade deshalb müssen wir uns natürlich fragen, kann diese Technologie oder kann man, haben wir genügend Rohstoffe, um diesen Bedarf zu decken, dass diese Technologie das einfach leisten kann. Ja, in Elektromobilität werden Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt, wie schon erwähnt. Ich habe hier auch mal eine kleine Grafik mitgebracht von einer Lithium-Ionen-Batterie, wie die aussieht. Wir haben anodenseitig Graphit in der Lithium-Ionen-Batterie, aber auch mittlerweile einen kleinen Anteil an Silizium und Kupfer im Stromsammler. Kathodenseitig haben wir ein Metalloxid, da wird eingesetzt, je nachdem, was für Eigenschaften quasi meine Lithium-Ionen-Batterie haben soll. Haben wir vorhin in der Präsentation auch schon gehört, dass es hier verschiedene gibt. Ich nenne sie nochmal. Es ist Lithium-Manganoxid, LMO, Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid, NMC, Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminium-Oxid, NCA und Lithium-Eisenphosphat, LFP. Wurde vorhin auch schon mal angeschnitten, dass es hier verschiedene Zusammensetzungen, verschiedene Gemische gibt, diese Kathodenmaterialien zusammenzusetzen, liegt einfach daran, dass der Trend am Markt zu einem kobaltarmen, aber nickelreichen Rohstoffeinsatz tendiert, einfach natürlich, um die Materialkosten zu senken und um potenziell kritische Rohstoffe zu substituieren. Damit komme ich auch schon zu den Marktszenarien. Um die Rohstoffe bis 2040 abzuschätzen, müssen wir natürlich den Markt betrachten. Wir haben uns hier für die Kathodenmaterialien entschieden, da ich natürlich hier die potenziell kritischen Rohstoffe enthalten habe, wie Lithium oder Kobalt oder Nickel. Und ich versuche das jetzt mal für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause ein bisschen mit dem Pointer hier klar zu machen. Wir haben hier unten noch ein bisschen die kobaltreichen Technologien hier in 2020, 2025, gehen aber hin wirklich zu einem kobaltarmen und nickelreichen Rohstoffeinsatz und haben dann in 2040 auch hauptsächlich nickelreiche Kathodenmaterialien. LFP haben wir aufgrund der geringen Energiedichte nicht als erfolgversprechend für den Automobilmarkt gehalten und dahingehend auch bis 2040 nicht mehr so stark am Markt. Wir haben das vorhin gehört, also da gehen die Meinungen doch relativ weit auseinander. Manche sagen, es kriegt
wieder einen Boom, es kommt wieder im Automobilmarkt. Wir sind jetzt davon ausgegangen, dass es eher ein bisschen abnimmt, da wir auch neue Kathodenmaterialien haben, wie die Hochenergie NMC, hier auch in Rot dargestellt, die ungefähr ab 2030 eventuell Marktreife bekommt und dann eben auch im Automobilmarkt eingesetzt wird. Wie haben wir jetzt den Rohstoffbedarf berechnet für die Mobilitätsszenarien? Natürlich, wir haben erstmal eine umfangreiche Literaturrecherche gemacht der verschiedenen Antriebstechnologien. Also ist es hybridelektrisch, ist es Plug-in, ist es ein reines Batteriefahrzeug, aber auch die Brennstoffzelle. Haben verschiedene Fahrzeugsegmente betrachtet und deren Batteriekapazität, quasi die Durchschnittskapazität, entwickelt sozusagen oder kalkuliert, sehen wir hier auch einmal in der Tabelle. Wir haben auch geguckt, wie sich diese Kapazität entwickelt. Also wie war sie vor 2020, wie danach. Wir sehen schon, dass die Kapazität auf jeden Fall zunimmt. Dann haben wir die spezifischen Metallmengen der Batteriekathoden kalkuliert. Also da geht es darum, wie viel Lithium zum Beispiel in einer NMC-Kathode enthalten ist, auch bezogen auf die Kapazität natürlich. Und dann die Gesamtkapazitäten der Mobilitätsszenarien mit berechnet. Nur noch mal ganz kurz, weil ich nicht auf die Szenarien im Detail eingehen kann. Hier haben wir uns wirklich auf die Neuzulassungen der Fahrzeuge über die Jahre das entwickelt. Und damit können wir dann den Rohstoffbedarf abschätzen. Ich möchte jetzt auch gar nicht im Detail auf die einzelnen Zahlen eingehen, aber wir sehen schon, dass Kobalt und Lithium im Nachhaltigkeitsszenario, also im Szenario 1, aber auch im Mittelweg schon potenziell kritisch wird. Wir haben es im Vortrag vorher auch schon gehört, also dass Lithium um das bis zu 50-fache ansteigen könnte, also der Lithiumbedarf, und Kobalt um das bis zu 25-fache. Und das, obwohl wir eigentlich schon von einem Trend ausgehen, der einen kobaltarmen Rohstoffeinsatz verlangt und eher einen nickelreichen. Wir sehen aber auch Nickel mit 2 Millionen Tonnen doch schon relativ nah an der Weltproduktion dran. Anodenseitig haben wir auch Graphit betrachtet, da das wirklich auch immer mehr in den Fokus auch rückt, da man doch relativ viel Material auch braucht für die Lithiumbatterie. Hier sehen wir aber, kommen wir auch im Nachhaltigkeitsszenario noch nicht wirklich an die Weltproduktion. Ja, zusammenfassend nochmal gesagt, ich möchte damit natürlich nicht sagen, dass die Elektromobilität jetzt keine Zukunft hat oder dass man die zurückfahren sollte, um Gottes Willen. Das denken Sie mal bitte nicht. Aber man muss einfach schon einen Blick darauf haben, dass der Rohstoffbedarf für die Lithium-Ionen-Batterien steigt und dass man einfach im Gegenzug einfach Maßnahmen unternehmen muss, wie zum Beispiel das Recycling der Sekundärrohstoffe aus den Altbatterien sollte gefördert werden. Wir haben es vorhin auch schon gehört, klar, es gibt Batterien, Recycler, die können auch diese Batterien recyceln, aber es wird sich einfach nicht auf alle Rohstoffe fokussiert. Also ich komme ja selbst aus dem Recyclingbereich und wir haben viel mit Recyclern zu tun, auch mit Batterierecyclern, und es gibt nahezu eigentlich keinen, der Lithium in so guter Qualität, in so hoher Reinheit wieder zurückgewinnen kann, dass es wieder in neue Batterien eingesetzt werden kann. Und das ist einfach ein Punkt, der auch wirklich gefördert werden muss. Hier müssen neue Technologien her im Bereich des Recyclings, um das auch wieder rauszuholen. Gerade auch die neue Batterierichtlinie ist hier vielleicht ein Stichwort. Hier haben wir auch mit den Recyclern drüber gesprochen. Hier werden ja Recycling-Effizienzen für Lithium-Ionen-Batterien gefordert und auch stoffliche Verwertungsquoten für Kobalt, Nickel, Lithium zum Beispiel. Ist natürlich eine super Sache. Wir wollen das ja wieder zurückhaben. Aber die Recycler sind noch gar nicht darauf eingestellt, das wirklich technisch machen zu können. Nochmal zum Graphit-Recycling, da wir anodenseitig ja auch ein bisschen betrachtet haben. Hier gibt es auch noch gar kein wirkliches Recycling. Also es ist nicht etabliert, es ist auch gar nicht der Fokus der Recyclingunternehmen. Ich habe tatsächlich nur eine Firma gefunden, die das wirklich so recycelt, dass man es wieder einsetzen kann. Ist aber noch relativ selten. Die zweite Synopse, die ich vorstellen möchte, sind die Rechenzentren.
Hier möchte ich auch als erstes mal sagen, ja, warum haben wir uns dafür entschieden? Natürlich, die Digitalisierung geht auch jetzt mit Corona ja, einfach eine große Entwicklung einher. Und deswegen ist es einfach wert, das zu betrachten. Es ist auch eine neue Synopse. Wir haben die dieses Jahr zum ersten Mal in dem Rohstoffbericht drin. Und man muss am Anfang auch sagen, es gibt nicht das Rechenzentrum. Also wir können nicht sagen, es gibt ein Rechenzentrum, das rechnen wir jetzt hoch, da ist das und das drin. Das geht nicht. Eigentlich ist jedes Rechenzentrum individuell. Jedes Rechenzentrum ist anders. Es gibt verschiedene Querschnittstechnologien, eine hohe Diversität an Bauformen und Komponenten und natürlich auch einen schnellen Wandel der Technik. Die Rechenzentren, die man jetzt baut, sind natürlich ja, schon viel weiter in der Technik als die, die es schon gibt. Und deshalb mussten wir uns natürlich fokussieren, was untersuchen wir, was können wir natürlich auch am besten abschätzen. Und hier haben wir uns auf die Speichermedien fokussiert, da das einfach die Kernkomponente des Rechenzentrums ist. Also ein Rechenzentrum ist ja dafür da, um ja, Daten zu speichern, Daten zu verarbeiten, Daten wiederzugeben. Und hier haben wir uns für die Komponenten SSD, Festplatte, also Solid State, HDD, die Harddisk und Magnetbänder entschieden. Ja, Magnetbänder. Es gibt noch Magnetbänder in den Rechenzentren. Es hat uns auch sehr überrascht. Es ist doch ein nicht vernachlässigbar kleiner Anteil. Und als Bezugseinheit haben wir die Datenmenge gewählt. Hier gibt es auch schon ja, das erste Problem. Ich will es gar nicht Problem nennen. Es ist eher so ja, eine Hürde oder so eine, ja, wo wir einfach, was wir mit betrachten müssen. Ich versuche es jetzt auch mal hier zu zeigen. Und zwar ist das hier in der Grafik, haben wir die Wachstumsrate. Hier haben wir auch die SSP, unsere Szenarien quasi drauf aufgebaut. Im ersten Szenario SSP1 haben wir ein Datenwachstum von 32%. Das haben wir hier mal aufgetragen über die Jahre. Und in SSP5 haben wir ein Datenwachstum von 47%. Und hier sehen wir schon, dass wir wirklich ein exponentielles Wachstum der Daten haben. Und das ist einfach ein Problem, wenn wir natürlich auf einem langen Zeitraum hin die Rohstoffe abschätzen wollen. Denn schon ein paar Jahre oder so ein bisschen die Wachstumsrate verändert, kann wirklich schon ja, eine große Änderung der Rohstoffe ergeben. Dann möchte ich noch mal die Szenarien ein bisschen im Detail erklären. Wie schon genannt, im SSP1-Szenario haben wir angenommen ein Datenwachstum von 32%. Also es ist eher das geringe Datenmengenwachstum. Gleichzeitig nehmen wir aber an, dass wir einen hohen Speicherkapazitätanstieg haben, und zwar pro Speichereinheit. Das bedeutet, dass eine Festplatte eben mehr speichern kann. Das Datenwachstum ist gering und somit komme ich auch zum geringsten Ressourcenverbrauch. Umgekehrt ist es natürlich im SSP5-Szenario. Hier haben wir ein hohes Datenmengenwachstum, aber gehen von einem geringen Speicherkapazitätsanstieg aus. Das bedeutet eben, ja, ich kann weniger speichern auf einer Festplatte, habe aber mehr Daten und somit komme ich eben zu einem hohen Ressourcenverbrauch. Wie sind wir jetzt an die Berechnung rangegangen? Wir haben den Rohstoffbedarf kalkuliert pro Datenmenge und pro Datenträgertyp. Das sehen wir hier auch einmal in der Tabelle. Wir haben die HDD-Festplatten. Hier haben wir die Rohstoffe Kobalt, Chrom, Platin, Ruthenium und Neodym. Und wir sehen hier auch quasi ja, den Rohstoffbedarf in Tonnen pro Dateneinheit. Bei den SSD-Festplatten sind es Silizium und Tantal. Was die Magnetbänder angeht, hier gibt es ja, so eine kleine Datenlücke, sage ich mal. Hier ist es so, dass diese Beschichtung der Magnetbänder verschiedene Rohstoffe enthalten kann. Ich glaube, es waren 5 oder 6 verschiedene Rohstoffe, die wir hier als Beschichtung nutzen können. Und somit können wir auch, sobald ein Rohstoff potenziell kritisch wird, zu einem anderen Rohstoff greifen. Das heißt, wir können den leicht substituieren und gehen somit eigentlich auch von der Beherrschbarkeit der potenziellen Knappheit aus. Noch dazu konnten wir das Verhältnis dieser Rohstoffe einfach nicht finden. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, auch die Magnetbänder hier wegzulassen, da sie eigentlich nicht dazu zählen, wenn wir über potenzielle Knappheit reden. Im Detail möchte ich noch mal ganz kurz auf den Neodymbedarf für HDD-Festplatten eingehen, da das auch wichtig ist, noch mal zu erwähnen. Wir haben in einer HDD-Festplatte einen Schreiblesekopf, der das Neodym enthält. Und
es gab über die letzten, ja, ich sag mal 20 Jahre jetzt eine Effizienzsteigerung. Also die Festplattenkapazität ist immer größer geworden. Wir konnten mehr Daten speichern, haben aber nur einen Schreiblesekopf benötigt. Das bedeutet, diese Effizienzsteigerung müssen wir natürlich einbeziehen, wenn wir die Rohstoffe abschätzen. Also haben wir geguckt, wie war die Effizienzsteigerung der letzten 20 Jahre und haben die auf die nächsten 20 sozusagen projiziert und kommen somit auf einen Neodym-Bedarf. Wir sehen es auch hier, der noch nicht an der weltweiten Fördermenge liegt. Ich möchte es noch mal dazu erwähnen, wir haben es auch mal ohne diese Effizienzsteigerung kalkuliert und hier haben wir ganz deutlich gesehen, dass der Neodym-Bedarf schon an der weltweiten Fördermenge dran war oder sogar drüber lag. Also diese Effizienzsteigerung der Technologie ist enorm wichtig. Und dann bin ich auch schon beim Rohstoffbedarf für die Rechenzentren. Neodym habe ich gerade schon erwähnt, ist also noch nicht potenziell kritisch. Kobalt ist auch eher in anderen Technologien potenziell kritisch, als kritisch anzusehen wie in den Lithium-Batterien, wie gerade vorgestellt. Hier haben wir aber Platin und Ruthenium. Man sieht es auch in allen drei Szenarios eigentlich fast in einer sehr, sehr hohen Menge an der Weltproduktion 2018 schon dran. Um das nochmal zusammenzufassen, also ich will hier wirklich nochmal klarstellen, dass wir uns nur auf die Speichermedien fokussiert haben und dass, wenn man jetzt wirklich das komplette Rechenzentrum mit all seinen Komponenten betrachten würde, würde man spürbar höhere Bedarfe haben. Gerade auch jetzt durch die Corona-Pandemie, durch die Digitalisierung, alles wird digital. Hier wird sich, das wird sich auswirken auf die Bedarfe und hier sind aber keine Studien noch verfügbar, auch nicht für quasi letztes Jahr, also Corona-Pandemie. Das wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen, wie sich der Markt hier entwickeln wird. Und noch mal zum Schluss, also hier wollte ich noch mal zeigen, dass Magnetbänder doch schon fast ein Viertel ausmachen im Moment der Datenträgerverteilung und dass aber in 2040 die SSD schon zunehmen wird. Und später mehr wahrscheinlich in der Podiumsdiskussion und dann gebe ich wieder an meinen Kollegen zurück. Ja, vielen Dank fürs Zurückgeben. Die Zeit ist auch fortgeschritten. Ich gehe ganz kurz auf die Wasserelektrolyse ein. Da sieht man ja ein kleines Modell einer Polyelektrolyt-Membran-Elektrolyse. Im Prinzip ist die bekannteste im Prinzip die alkalische Elektrolyse und relativ neu ist die Festkörperoxid-Elektrolyse, die Solid Oxide-Elektrolyse. Also wobei man sagen muss, dass die alkalische Elektrolyse und die Polymer-Elektrolyt-Membran-Elektrolyse tendenziell ähnliche Einsatzfelder haben, während die SOEL im Prinzip eine Abwärmequelle erfordert oder man könnte auch sagen, sie kann eine Abwärmequelle nutzen. Die Stromdichten sind hier auch aufgeführt. Man sieht eben die Wirkungsgrade von AEL und von der PEM-EL sind relativ ähnlich. Man erwartet im Prinzip, dass die Polymer-Elektrolyt-Membran-Elektrolyse ein bisschen kompakter gebaut werden kann. Und tatsächlich ist es so, dass viele von den Projekten, die jetzt zurzeit anstehen oder angekündigt worden sind, PEM-EL-Elektrolysen sind. Die SOEL, da erwartet man, dass man eben den Wirkungsgrad dann nochmal auf 80% steigern kann. Wenn man sich jetzt anguckt, wie die Wasserelektrolyse zukünftig sich entwickelt, dann konnten wir hier an dieser Stelle tatsächlich direkt auf die SSP-Datenbank zurückgreifen, die im Prinzip angibt, wie viel Wasserstoff in den einzelnen Szenarien hergestellt werden. Beim SSP5, also wo es ja um Fossil-Fueled-Szenario ging, der fossile Pfad, da haben wir das Basisszenario genutzt. Bei SSP2, beim Mittelweg, haben wir ein Szenario benutzt, das hier mit 2-26 angedeutet ist, wo es darum geht, die Temperatur auf 2 Grad
also die Temperaturerhöhung auf 2 Grad zu reduzieren. Und beim SSP1 ein Unterszenario, was die Temperatur bei 1,5 Grad belässt, also sozusagen an das Paris-Ziel erreicht. Und man sieht eben sehr abhängig von den Szenarien, dass der Ausbau dieser Wasserelektrolysen bis 2040 irgendwo zwischen 100 und 1710 Gigawatt Leistung sind. Es geht da natürlich hauptsächlich darum, mit dem Wasserstoff die Industrie zu dekarbonisieren, synthetische Kraftstoffe herzustellen oder Wasserstoff direkt zu nutzen, zum Beispiel in Brennstoffzellen. Man sieht eben diese großen, diese große Spreizung findet man eben auch in anderen Projekten beziehungsweise in anderen Berichten und in anderen Szenarien. Das ist jetzt sozusagen nicht außergewöhnlich, dass es bei den SSP-Szenarien auch so ist. Die betrachteten Materialien sind relativ einfach bei der alkalischen Elektrolyse. Das ist halt in der Regel Kalilauge und Nickel für die Elektroden. Bei der Polymer-Elektrolyt-Membran-Elektrolyse ist es halt Iridium und Platin. Also da braucht man wegen der sauren Umgebung schon Edelmetalle. Iridium lässt sich tatsächlich auch schlecht ersetzen. Man hat das mit Ruthenium versucht oder ist auch dabei, aber Ruthenium ist unter den Bedingungen deutlich schlechter korrosionsfest. Bei der Hochtemperatur-Elektrolyse, da ist es zurzeit hauptsächlich Yttrium und Zirconium, was eingesetzt wird. Es gibt aber verschiedene Varianten mit anderen Mischmetalloxiden wie Scandium, Zer, Germanium und anderen. Am Ende ist es halt auch relativ schwer, sozusagen beim SOEL zu sagen, in welche Richtung das geht, weil es jetzt eben mehrere Möglichkeiten der Ausgestaltung gibt. Tatsächlich ist es so, dass man versucht, die Temperatur auch ein bisschen runterzubringen in den Hochtemperaturbrennstoffzellen, um eben Undichtigkeiten, vor allen Dingen im Bereich der Dichtung, besser in den Griff zu bekommen. Hier sehen wir jetzt sozusagen aus diesen verschiedenen Elektrolysearten zusammen eine Vorschau auf das Jahr 2040 in den einzelnen Szenarien. Und man sieht, dass gerade Iridium und Scandium halt bei dem Nachhaltigkeitsszenario, wo eben besonders viel CO2 zukünftig eingespart werden muss, dann durchaus auch Werte erreichen, die höher als die Produktion 2018 sind. Während beim fossilen Pfad die Produktion 2018 reichen würde, um den Bedarf für diese Technologie, für diese Zukunftstechnologie zu erfüllen. Vielleicht auch noch eine kurze Zusammenfassung. Die alkalische Elektrolyse ist eben die etablierte Technologie, bedeutet aber auch, dass da keine Entwicklungssprünge möglich sind, die richtig groß sind. Die PEM-EL, da ist eben so ein bisschen die Schwierigkeit, dass der Iridiumbedarf relativ hoch ist, wobei er spezifisch schon runtergegangen ist und wahrscheinlich auch noch weiter runtergehen wird. Und bei der SOEL konkurrieren unterschiedliche Designs der Technologie miteinander. Und da gibt es eben auch noch kein sogenanntes dominantes Design. Daher wird in der Studie unterstellt, dass es eine Verteilung im Jahr 2040 gibt mit 85% alkalischer Elektrolyse, 10% Polymerelektrolyse und 5% Hochtemperaturelektrolyse. Interessant hier ist, dass während wir sozusagen die Studie erarbeitet haben, auch die Wasserstoffstrategien von Deutschland und der EU veröffentlicht worden sind, sodass wir derzeit so einen kleinen Wasserstoffhype erleben, der dann natürlich auch dazu geführt hat, dass auch diese Überlegungen, die da angestellt wurden, hier so ein bisschen mit eingegangen sind. Gut, das sind jetzt Beispiele für drei Technologiesynopsen, die wir vorgestellt haben.
Frau Meisel und ich. Jetzt kommen wir zu den Ergebnissen der gesamten Studie. Da sieht man hier eben, also wir stellen die in zwei Formen vor. Das hier ist sozusagen so ein Würfel, der innen drin, also jetzt als im Grün, der kleine Würfel hier beim Lithium, gibt an, wie der Bedarf der Zukunftstechnologien im Jahr 2018 waren. Für alle Zukunftstechnologien, die wir untersucht haben, die Lithium einsetzen. Und zugegebenermaßen ist es natürlich hauptsächlich die Lithium-Ionen-Batterie. Dieser gelbe Würfel, der gibt an, wie groß die Produktion im Jahr 2018 war, tatsächlich. Und man sieht dann eben anhand des blauen Würfels, wie groß der Bedarf im Jahr 2040 wäre in den verschiedenen Szenarien. Da sieht man eben beim Szenario Nachhaltigkeit ist der Bedarf deutlich größer als das, was im Jahr 2018 produziert wurde. Das heißt, man muss, um sozusagen diesen Bedarf zu stillen im Jahr 2040, den gelben Würfel, das heißt die Produktion, bis zum Jahr 2018 hochfahren. Links sieht man nochmal so ein kleines Icon, dass man ungefähr weiß, wie groß der Bedarf ist, wenn das Material hier im Hof liegen würde. Eine andere Darstellung, die ich jetzt gewählt habe, um schnell alles vorzustellen, jetzt hat man das mindestens einmal gesehen dann, ist im Prinzip die, hier diese Darstellung in Balken. Da sieht man zum Beispiel beim Ruthenium, dieser gelbe Balken gibt jeweils die Produktion an. Die ist im Jahr 2018 33 Tonnen gewesen. Und wenn man sich die Zukunftstechnologien anguckt, dann ist der Bedarf im SSB 1 halt ungefähr bei 80 Tonnen, 200 Tonnen im Szenario Mittelweg und und 630 Tonnen, da haben wir den Balken jetzt hier abgebrochen, weil man sonst die anderen Metalle nicht mehr richtig hätte erkennen können, bei 630 Tonnen. Produziert werden 33 Tonnen. Und man sieht eben hier, man achte auf den gelben Balken, dass bei vielen Metallen eben die Produktion im Jahr 2018 nicht reichen würde, um alle Szenarien SSP1, SSP2 und SSP3 zu erfüllen. In Einzelfällen, zum Beispiel beim Iridium, würde es reichen, sozusagen mit der Produktion aus dem Jahr 2018 das SSP3, SSP5 zu befriedigen und den Bedarf aus dem SSP5 bereitzustellen. Wenn man sich die nächste Seite anguckt, dann sieht man eben, dass es hier bei den anderen Metallen, also zum Beispiel bei Graphit, bei Vanadium und so, sieht es dann besser aus. Da würde sozusagen die Produktion aus dem Jahr 2018 reichen, um die Nachfrage in den verschiedenen Szenarien zu erfüllen. Man muss aber immer daran denken, dass das, was hier dargestellt ist, ist nur die Nachfrage oder nur der Bedarf aus den Zukunftsszenarien. Natürlich gibt es daneben auch noch andere Technologien, die auch weiterlaufen, die auch wachsen, die dann zusätzlich sozusagen aus den Mengen, die produziert worden sind im Jahr 2018, gespeist werden. Das ist auch quasi so ein bisschen mein Ausblick. Also man, warum das jetzt bei den einen oder anderen Metallen reicht oder nicht, das würde ich dann sagen, können Sie der Studie entnehmen. Und ich wünsche uns allen eine schöne Zukunft. Vielen Dank. Laufen Sie noch nicht ganz weg. Wir haben drei gute Nachrichten für Sie, meine Damen und Herren. Aber jetzt erstmal das, was Sie uns gespiegelt haben. Die Quader, das ist eher besorgniserregend und würde möglicherweise auch einige der Vorstellungen nicht in Erfüllung bringen lassen, die wir zum Beispiel eben mit Klimaschutz etc. verbinden. Was ich nicht dabei gesehen habe, da schien es sich eben halt wirklich um Mengen zu handeln. Sind da auch Preise oder haben Sie eine Parallelrechnung gemacht, wo auch Preisentwicklungen mit drin sind?
Nein, haben wir nicht. Also das, Preise sind halt sehr schwierig sozusagen abzuschätzen. Aber natürlich ist es immer so, wenn die Nachfrage nach einem Stoff, das ist ja sozusagen das, was man ja schon in der Schule lernt, so hoch ist, dass sie nicht mehr befriedigt werden kann, dann steigt der Preis. Inwieweit er steigt oder welche Technologie dann zum Beispiel nicht mehr hergestellt wird mit diesem Material, das hängt dann eben davon ab, welche anderen Substitutionsmöglichkeiten es gibt. Wir scheinen ja ganz offensichtlich auch Zielkonflikte zu haben, wenn man Ihre Zahlen ansieht. Gab es einen Zielkonflikt, von dem Sie sagen, der hat Sie persönlich, Frau Meisel, besonders geschockt möglicherweise? Ja, natürlich. Wenn man die Lithiumbatterie betrachtet, ist es schon schockierend zu sehen, dass doch das Lithium, ja, ich sag mal, potenziell knapp wird. Wir sagen ja immer potenziell knapp, es ist ja noch nicht knapp. Und wie ich schon erwähnt habe, ich bin ja aus dem Bereich des Recyclings und hier muss einfach noch viel passieren. Hier muss auch von der Politik noch viel passieren, dass das einfach gefördert wird, hier neue Technologien zu entwickeln, um das Lithium wirklich in so guter Reinheit zurückzugewinnen, dass ich es in neue Batterien wieder einsetzen kann. Natürlich kann ich es recyceln, aber es wird dann einfach, ich sag mal, in anderen Anwendungen verwendet und nicht wieder zurück in neuen Batterien. Und hier muss einfach noch was passieren. Total spannend. Kann ich auch nur sagen, das waren auch Fragen, die im Chat da gewesen sind. Sicherlich werden wir gleich noch mal Gelegenheit dazu haben, die ein bisschen anzutatschen. Laufen Sie noch nicht weg. Ich muss noch mal eben kurz den Herrschaften an Ihren Laptops einfach sagen, was jetzt passiert. Wir brauchen ein ganz klein bisschen Zeit, um umzubauen. Aber wir haben drei Vorstellungen für Sie. Das erste ist, Sie können sich gerne einen Kaffee machen und sind dann schnell so in 4-5 Minuten wieder da. Keine neue Geschichte anfangen, denn unsere Panel-Diskussion beginnt dann. Aber es gibt gute Nachrichten, denn die Studie ist online. Das ist en passant schon gefallen, aber ich sage Ihnen jetzt noch mal ganz kurz. Also auf der Page deutscherohstoffagentur.de unter Produkte und dann Schriftenreihe, da ist es ganz prominent zu sehen. Und, meine Damen und Herren, ich weiß, dass Sie auch immer wieder fragen, wie sieht das aus mit den Charts, mit den Vorstellungen der Redner? Können wir da rankommen? Ja, die Antwort darauf ist eine positive. Auch das ist möglich im Anschluss an diese Veranstaltung. Die Veranstaltung ist noch nicht zu Ende. Wir entlassen Sie aber jetzt gerade mal in eine ganz kurze Pause. Die Zeit läuft, wir bauen um. Bis gleich. Thank you.
Hallo und welcome back, meine Damen, meine Herren. Nein, Sie hatten es nicht auf den Augen. Das Bild vom Studio war durchaus unscharf gestellt worden. Jetzt ist es scharf und wir sind bei Ihnen. Vor allen Dingen sind aber auch die Panelisten da. Das heißt, die Speaker sind jetzt in Panelisten gewandelt. Sie sehen so ähnlich aus wie vorher. Und Herr Buchholz, ich fange an mit dieser unangenehmen Frage, die wir im Chat gehabt haben. Hat man sich in der Studie auch möglichen Preisentwicklungen gewidmet? Wir haben ja gehört, das Nein ist die Antwort. Was wäre denn, wenn man Preise mit einkalkulieren würde? Das ist in der Tat eine schwierige Frage, aber ich hatte das versucht, in der Präsentation auch anzuschneiden bezüglich der Preisentwicklung. Die Preise sind ja nur in Anführungsstrichen Ausdruck von Angebot und Nachfrage. Steigt die Nachfrage, kann es passieren, dass die Preise anziehen, wenn das Angebot nicht schnell genug hinterherkommt. Nehmen wir mal den Fall, das Angebot kommt nicht schnell genug hinterher, dann setzt allerdings der Preisimpuls natürlich oder gibt einen Impuls, dass das Angebot sich erhöht. Das heißt, es lohnt sich dann auch für Unternehmen in der Exploration und im Bergbau, aber auch im Recycling wieder Materialien zu erkunden oder Technologien zu entwickeln, um Schrotte besser aufzubereiten. Das heißt, wir bewegen uns dann auch wieder in einem typischen Schweinezyklus. Nachfrage steigt, Preise ziehen an und das führt dazu, dass das Angebot sich aber auch erhöht mit der Zeit und dadurch die Preise wieder fallen. Und wenn man am Ende des Tages sich Langzeitpreiskurven anschaut und die inflationsbereinigt, dann stellen wir doch fest, dass trotz des Auf und Abs der Rohstoffpreise und der hohen Volatilität, die eigentlich am schlimmsten ist, auch gerade für Unternehmen, dass sich die Preise am Ende des Tages auf ein gleiches Niveau irgendwo einpendeln. Aber man muss natürlich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, um sich dann auch abzusichern und eben strategisch aufzustellen. Und es könnte auch sein, sorry, ich mache ja viele entwicklungspolitische Konferenzen auch, dass wir dann auch möglicherweise nochmal wieder den Rift haben zwischen Nord und Süd. Aber das ist eine andere Diskussion, nicht eine, die wir heute haben müssen. Frau Meisel, Sie haben ja gesagt, ich habe den Kreislaufhut auf, was uns alle sehr freut. In der Diskussion hier im Chat habe ich einiges gesehen, was sich genau darum drehte, nach dem Motto, also zum Beispiel bei den Batterien, das könnte möglicherweise auch Herrn Gernux angehen. Das ist ja ganz schön, wenn ihr die wieder zurückholen wollt oder die wichtigen Bestandteile. Das dauert nur was. Erstmal, bis sie verbaut sind und dann hoffentlich, bis wann auch immer, sie dann ihre Nutzungszeit hinter sich haben und dann wiederkommen. Was ist da so Ihre Aussage? Ja, wie Sie schon richtig gesagt haben, also im Moment werden die ja erst verbaut und ja, wir können vielleicht in 10 Jahren damit rechnen oder 5 oder weiß nicht, also bestimmte Zahl X, wo die Batterien dann zurückkommen. Und auch im Moment, also wie ich schon erwähnt habe, wir sind im Austausch mit Batterierecyclern, eigentlich im ständigen Austausch. Im Moment können diese Kapazitäten von den Recyclinganlagen auch gar nicht abgedeckt werden, um diese Batterien zu recyceln. Also und auch gerade was die Technologien angeht, die Technologien, wie ich schon erwähnt habe, sind nicht da, um das Lithium so rein und mit hoher Qualität wieder zurückzugewinnen, dass ich jetzt in neue Batterien einsetzen kann. Und genau das wollen wir aber eigentlich haben, um die Kreislaufwirtschaft zu schließen. Wir wollen das natürlich wieder in die Produkte zurückführen, wo es herkommt. Und dafür muss einfach noch viel getan werden, natürlich auch politikseitig. Da ist ja, wie ich schon erwähnt habe, auch der neue Vorschlag der Batteriedirektive veröffentlicht worden, wo ja auch stoffliche Verwertungsquoten gefordert werden. Und diese Quoten müssen die Recycler natürlich einhalten. Und hier hören wir aber auch immer wieder, also es ist so der allgemeine Tenor, wir wissen gar nicht, wie wir es hinkriegen sollen. Ich danke Ihnen vielmals. Ich habe verzweifelt versucht, eine Frage zu verstehen. Die werde ich gleich nur vorlesen können. Es gibt einfach ein paar Punkte, wo ich sage, mein Normalmensch-Kapazität geht nicht dahin. Aber bevor ich diese Frage stelle, noch mal eine generelle, die sich auch gespiegelt hat. Wenn ich das auch alles richtig verstehe, dann bedeutet es natürlich auch bei der Entwicklung einer Technologie, würden Sie als Mitentwickler, in diesem Fall Automobilindustrie, versuchen, die Anteile dieser
kritischen, dieser seltenen Rohstoffe zu verringern. Irgendwo muss doch aber auch ein Schlusspunkt sein, oder? Ja, also wenn man Batteriezellen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, entwickelt, dann geht es ja um viele, viele Aspekte. Es geht um Sicherheit, um Langlebigkeit, um Energiedichte. Und dann geht es nicht zuletzt vielleicht auch um das Thema Rohstoffverfügbarkeit, aber vielleicht auch ethische Rohstoffe. Also bei uns kam ein ganz großer Impuls daher, Kinderarbeit im Kongo mit Kobalt, wo dann plötzlich in der Forschung gesagt haben, lass uns eine Batteriezelle entwickeln, wo kein Kobalt drin ist. Ja. Also insofern ist das ganz, ganz vielschichtig. Also, und ich hatte es ja vorhin in meinem Vortrag auch gesagt, tatsächlich ist es so, dass wir derzeit je nach nutzerspezifischem Verhalten eben auch im Entry-Lithium-Eisenphosphat gerne nehmen wollen, dann in der Mitte Mangan, wo man auch kein Kobalt dann typischerweise drin hat, ne, und NMC nur für spezifische Anwendungen. Also das sind alles so Überlegungen, die man hat. Um Silizium kommt man jetzt vorläufig erstmal nicht drumherum. Also das habe ich jetzt nicht gehört. Und das ist für mich auch das, was ich hier am genauesten verfolgt habe, das Thema Lithium, auch die Mengen, die da kommen. Und das Thema Recycling ist sicherlich auch ein wichtiges. Aber vielleicht, wenn ich darauf mal direkt antworten kann zum Recycling. Gut, gerne, ja? Gerne. Ja? Kein Problem. Also ist natürlich schon die Frage, im Moment gibt es nicht genug Kapazitäten, aber wir müssen uns... Wir haben jetzt nicht genug Kapazitäten, dass wir in 2030 die Fahrzeuge recyceln können. Ne? Aber keiner baut jetzt eine Recyclingkapazität auf, die sich nicht lohnt. Und eigentlich ist es so, dass die Recycler jetzt sagen, Mensch, gib mir mal Batterien, dass ich auch ein bisschen Geld verdienen kann. Ne? Also das macht mir jetzt eigentlich keine Sorgen. Die Technologie ist da. Es ist auch nicht so, dass man da 20 Jahre braucht, eine Anlage aufzubauen. Das heißt, also ich denke, das wird sich dann schon auch mit dem Rücklauf der Elektrofahrzeuge dann auch regeln. Ich danke Ihnen vielmals. Ich komme gleich. Ich habe Sie nicht vergessen, keine Sorge. Aber ich sehe Frau Fee auch sozusagen. Es gab ein oder zwei Fragen in Richtung EU. Und Frau Fee, Sie haben jetzt halt den Hut auf. Es gab einen Herrn, der gesagt hat, die Regulation durch die EU im Jahr 2000, also bei der Millenniumswechsel, hat die EU das Ziel ausgegeben, in 2020 in der Digitalisierung global führend zu sein. Wo steht die EU heute und möglicherweise mit einem kleinen Blickwinkel auf die Position Deutschlands, so Sie das beurteilen können? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen überfragt, was die Digitalisierung der EU angeht. Ja. Ich würde sagen, man kann sich da gerne mal umschauen. Und ich glaube, dass diese Frage auch eher polemisch gemeint war, als tatsächlich eine ernst gemeinte Frage. Dann nehme ich eine, die nicht polemisch ist oder die auch nicht polemisch interpretiert werden kann, sondern die Frage ist nach dem Flugzeugbau mit vielen Bestandteilen, vielen Rohstoffen, vielen Materialien, die durchaus auch eben halt in Anführungsstrichen kritisch sind. Ja, das ist so. Es ist nicht, dass wir das überhaupt nicht angeschaut haben. Wir haben darauf geschaut im Rahmen unserer Untersuchung zum Verteidigungssektor. Soweit wir das sehen können, steht die EU da gar nicht so schlecht, was irgendwie Kompositmaterialien für zum Beispiel Kampfflugzeuge angeht. Was den Flugzeugbau generell angeht, ja, braucht viele kritische Rohstoffe, wie beinahe alle Technologien, die auf einer großen Menge an Komponenten beruhen. Es gibt keine, soweit ich weiß, keine spezifischen Szenarien dazu, wie sich irgendwie der Flugzeugmarkt in der nächsten Zeit entwickeln wird. Ich rate jetzt auch mal, dass seit 2020 sich der Flugzeugmarkt vielleicht ein bisschen verkleinert hat. Ob der wieder zur gleichen Größe zurückkommt wie davor, bleibt auch noch fraglich. Aber es ist nicht so, dass wir dem überhaupt keinen Gedanken gewidmet haben. Ich sehe, Herr Buchholz würde da gerne noch reingehen und ich drehe mich schon mal zu Herrn Marschader-Weidemann. Ja, beim Flugzeugbau ist ja gerade das Thema Leichtmetalle ein Riesenthema. Mhm.
Und beim Thema Leichtmetalle, da gibt es auch ein paar ganz innovative Entwicklungen, die auch schon durch eine neue Technologie, Zukunftstechnologie, ist es ja fast nicht mehr, durch den 3D-Druck ermöglicht werden. Und es gibt spezielle Aluminium-Scandium-Legierungen, die auch in der Flugzeugindustrie hoch begehrt sind. Aber da ist das Problem so das Henne-Ei-Problem. Scandium ist sehr, sehr teuer, weil auf der anderen Seite, weil es so teuer ist, auch nicht, wird es nicht viel in der Flugzeugindustrie eingesetzt, obwohl die Techniker sagen, das ist ein Top-Material, damit würden wir gerne arbeiten. Und dann ist die Frage, wie entwickelt man Bergbauprojekte, wo man Scandium dann kostengünstig vielleicht auch gewinnen kann und auch Technologien entwickelt, um das Scandium günstig zu separieren. Und das ist genau der Punkt, an dem sich diese Leichtbauwirtschaft beim Thema Aluminium-Scandium auch befindet. Und das muss man irgendwie lösen, dass der Scandiumpreis letzten Endes dauerhaft sich deutlich verringert. Und dann hätte es auch eine Chance, in den Flugzeugbau stärker reinzugehen. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, gibt es neue Flugzeugmodelle, von denen wir heute noch nicht träumen. Naja, wir haben ja schon sozusagen, was den Antrieb angeht, haben wir ja diese große Diskussion und 2035 soll ja das Jahr sein, in dem dann Wasserstoff, also Hydrogen sozusagen als eine der neuen Antriebsmöglichkeiten genutzt werden wird. Aber das muss man alles noch mit dem Konjunktiv versehen. Das sind eben halt auch Zukunftsszenarien, die umgesetzt werden in anderen Industrien. Jetzt bin ich endlich bei Ihnen. 5 Leute sind dann doch viel auf dem Panel. Lieber Herr Marschall Weidemann, also Sie haben ja unterschiedliche Szenarien gewählt. Ich sage jetzt mal eine mittlere, die doch im Endeffekt immer größer zu sein schien. Die sah nicht immer so genau die Hälfte aus. Sie haben die fossile. Das ist eigentlich ein Pfad, den wir gar nicht wollen, den wir uns vielleicht gar nicht als Menschheit erlauben können. Und dann, wenn ich das jetzt mal sage, der gute grüne Pfad, der sieht so aus, als wäre es schwierig von den Bedürfnissen, wenn wir ihn gehen wollten. Was hat das bei Ihnen hinterlassen, als Sie sich diese Zahlen angeschaut haben? Was hat es mit mir gemacht? Es hat mir noch mal klar gesagt, dass wir eigentlich diejenigen sind und auch ihr, liebe Zuschauer, dass ihr diejenigen seid, die wählt, welchen Pfad wir zukünftig einschlagen. Ich will jetzt nicht in Allgemeinheiten rausreden. Es sind aber sozusagen einfach Szenarien, die zukünftig eintreten können, die alle nicht unmöglich sind. Ja. Und wir müssen dann eben gucken, auch mit den Rohstoffen, die wir haben, das, was wir zwischen den Ohren haben. Aber sozusagen auch weltweit müssen wir sehen, dass wir alle mitnehmen. Und mein persönlicher Favorit ist natürlich das SSP1, aber man muss auch sagen, dass wir uns alle sehr einschränken müssen, wenn wir wirklich alle auf diesem Planeten, das klingt jetzt sehr altväterlich, mitnehmen wollen. Ich höre schon das Wort Transformation so mitschwingen, also jedenfalls in meinen Ohren schwingt es ein Stückchen mit. Sagen Sie, und egal wie viel Sie jetzt untersucht hätten, es gäbe immer die Fragen, warum haben Sie das nicht gemacht? In diesem Fall, da sind wir jetzt bei den einfacheren Sachen, warum haben Sie Hyperloop nicht drin und Fusionsenergie? Ja, wir haben beide diskutiert, tatsächlich. Und bei der Fusionsenergie hatte ich jetzt ja noch mal Gelegenheit, mir die Laserfusion auch noch mal anzugucken auf den letzten Metern unserer Studie. Aber diejenigen, die sich sozusagen bei Fraunhofer, da kann ich auch über uns unser Institut rausgehen, mit Energietechnologien beschäftigen, da hörte ich dann schon immer dieses Jahr noch 30 Jahre und dann kommt das. Also insofern, es gibt Fortschritte, auch vor allen Dingen eben nicht beim ITER, sondern auch bei diesen kleinen sozusagen Fusionsanlagen. Aber es hat dann doch nicht gereicht, uns zu überzeugen, dass das im Jahr 2040 einen merklichen Impuls macht. Und Sie haben sich ja auch auf 33 beschränkt. Das genau. Ist ja schon mal ziemlich also viel. Ich kann einfach natürlich für unsere Autoren sagen, dass wir die Wesentlichen rausgesucht haben. Ja. Wir haben übrigens auch den Airframe Leichtbau untersucht und hatten da auch diskutiert, wie das weitergeht jetzt nach Corona mit dem Fliegen. Das steht eben auch drin.
in der Studie. Vielen, vielen Dank. Und Sie haben auch in Richtung Frau Fee geschaut. Aber trotzdem, ich schaue jetzt nochmal an die Herren auf meiner linken Seite, das heißt Herrn Gernux und Herrn Buchholz. Unternehmen wollen in die Zukunft schauen, müssen in die Zukunft schauen, um selber zu überleben, respektive ihre Nase vorne zu halten, machen das also einfach aus Notwendigkeiten heraus. Das heißt also, sie werden auch den Pfad beschreiben, der für sie zielführend ist. An welcher Stelle, und jetzt gucke ich Herrn Buchholz an und Herr Gernux kann gerne nachher noch mal kommentieren, an welcher Stelle wird es politisch? Wo muss man sagen, da brauchen wir politische Rahmensetzungen, da brauchen wir einen Recyclinganteil, da brauchen wir, wir dürfen Rohstoffe nur aus solchen Ländern beziehen, die, und wir haben ja schon Lieferkettengesetz, also wir haben ja mehrere Gemengelagen. Ja, Herr Hoth hat es ja im breiten Rahmen auch umrissen. Die Bundesregierung hat ihre Rohstoffstrategie entwickelt, jetzt gerade auch im letzten Jahr 2020, das Update. Und die Rohstoffstrategie der Bundesregierung ist im Übrigen in einem fließenden Prozess. Also wenn es neue Komponenten gibt, werden die auch aufgenommen, wichtige Entwicklungen. Es ist ein politischer Prozess, der nicht nur im Wirtschaftsministerium entschieden werden kann, sondern ein ressortübergreifender Prozess, wie es ja die Rohstoffstrategie ist. Und es ist schwer, hier konkret zu antworten. Es ist ein gesellschaftlicher Diskurs, kombiniert aus einem politischen Diskurs, um Maßnahmen zu ergreifen. Und über die Maßnahmen, über relevante Maßnahmen, kann man natürlich lange diskutieren. Die Rohstoffstrategie sieht 17 Maßnahmen vor, konkrete Maßnahmen. Und darüber hinausgehend hat die EU, ich schaue Frau Fee an, ja auch einen ganz konkreten Maßnahmenkatalog entwickelt, auch mit der ERMA, der European Raw Materials Alliance, die sich konkret ja auch um Projekte der Rohstoffsicherung bemüht und kümmert. Und da ist alles auch integriert, sowohl Rohstoffsicherung seitens der Primärrohstoffe als auch bei den Sekundärrohstoffen, um möglichst hier effizient arbeiten zu können. Frau Fee, mögen Sie da den Faden aufnehmen? Herr Gernux läuft mir nicht weg. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Ich sehe ihn schon trippeln. Ja, gerne. Das ist natürlich die Frage, was ist politisch und was ist gesellschaftlich, ist natürlich in einem ewigen Wechselspiel. Ja. Da gibt es auch nicht unbedingt eine klare Abgrenzung zwischen dem einen und dem anderen. Ich finde, dass von politischer Seite sozusagen die Hauptleistung ist, Rahmen zu schaffen, die verlässlich sind für die Industrie. Hin und wieder bedeutet das auch, dass man der Industrie Sachen sagen muss, die sie nicht unbedingt hören will oder die sie nicht unbedingt, wo sie jetzt noch nicht weiß, wie sie die dann erfüllen kann, aber im Endeffekt dann erfüllen muss. Und das ist auch ein gewisser Weg, irgendwie diesen Diskurs voranzutreiben. Gleichzeitig ist es aber auch genauso notwendig, irgendwie, dass man irgendwie unterstützt. Ich finde, dass es ganz oft irgendwie eine Frage ist von, oder dass ich in meiner Funktion bei der EU oft gefragt werde, warum macht ihr das nicht und warum macht ihr das? Und das ist aber beides dieselbe, sagen wir vorne und hinten einer Münze. Das sind zwei Seiten einer Münze, dass wir was machen, was irgendwie Leute nicht wollen und was nicht machen, was Leute wollen, die aber irgendwie zusammenspielen und wo wir zum Teil auch einfach Leute oder Industrie oder Unternehmen agieren lassen müssen und ihnen dabei die nötige Unterstützung zukommen lassen, ob das jetzt irgendwie durch Forschung ist oder ob das irgendwie durch Initiativen sind oder manchmal auch dadurch, dass wir regulieren, wie jetzt zum Beispiel mit den Batterierohstoffen. Und die EU sitzt natürlich auch, ich sag mal, forschungstechnisch einige Geschichten. Also Horizon heißt jetzt nicht mehr 2020, sondern es ist das nächste Programm. Also da werden Anzeichen gesetzt. Herr Gernux, innerhalb des Konzerns
sind Sie ja sozusagen auch interner Berater. Das heißt also, Ihre Chefs verlassen sich möglicherweise darauf, dass Sie Ihre Hausaufgaben richtig gemacht haben und auch wiederum die richtige Beratung weitergegeben. Wie funktioniert das im Konzern? Gibt es Indikatoren und andere Abschätzungsmethoden, nach denen dann gesagt wird, also Abteilung Gernux, die scheinen das richtig einzuschätzen und das ist der Pfad, den wir gehen werden. Wie können Sie da Akzente setzen? Das geht ja so auf die Ursprünge zurück. Wir haben damals tatsächlich mit der BGR angefangen, so ein Rohstoffrisikosystem mal zu entwickeln und haben dann die Rohstoffe als Gesamtheit erstmal betrachtet und haben rausgefiltert, welche kritisch sein könnten. Also ganz ähnlich, wie die Fraunhofer das jetzt hier auch gemacht haben. Aber ich will noch mal sagen, also ich bin zwar ein interner Berater aus der Konzernforschung und Entwicklung gewesen, jetzt habe ich ja einen neuen Job. Wir haben das aber mit vielen Fachabteilungen im Konzern dann auch beraten. Also mit den Leuten, die tatsächlich in der Lieferkette dann ganz am Ende allerdings erst das Produkt einkaufen. Also den Einkäufern. Wir haben das auch mit den Leuten von der Finanz besprochen, Treasury, die tatsächlich, und das ist ein starkes Instrument, dass man Preise absichert über Hedging-Instrumente und so weiter, da wo es geht. Und das wurde auch viel und erfolgreich schon gemacht. Insofern ist das auf jeden Fall ein Zusammenspiel. Ich muss so sagen, über die letzten Jahre, wir haben da, Peter, schon 2008 oder so haben wir mit angefangen. Also am Anfang war ich auch, da habe ich das auch so, dann multipliziert man das hoch, 10 Millionen E-Fahrzeuge, was bedeutet das? Lithium, ach du meine Güte, wie viel ist das? Wir haben es heute gesehen, 500.000 Tonnen könnten da mal kommen. Und gleichzeitig guckt man, wo kommt das alles her? Damals war es alles Südamerika, Australien war ein relativ kleiner Markt. Und plötzlich sehen wir, dass die Australier die Chilen überholen in der Produktion. Also wo ich so für mich jetzt über Jahre auch merke, da passiert auch tatsächlich ganz schön viel. Klar hat man die Vorlaufzeiten, Bergbauunternehmen brauchen auch einige Jahre, aber es kommt doch gerade aktuell ganz schön viel am Markt. Was mich jetzt persönlich ehrlich gesagt auch so ein bisschen spannend, weil gerade das Thema Lithium auch weit oben ist auf der Agenda und das ist wichtig, damit die Projekte auch finanziert werden. Also nicht, dass man sich jetzt zurücklehnen kann, das macht auch keiner, sondern wir haben Spezialisten, die gucken sich den Markt genau an, sprechen auch mit Marktakteuren. Aber dass ich sage, das geht nicht, das Gefühl habe ich jetzt nicht mehr. Und ich finde das auch nochmal spannend. Sie haben das auch schön dargestellt, finde ich, von Fraunhofer. 500.000 Tonnen hört sich unglaublich viel an im Vergleich zu heute oder wie es vor ein paar Jahren noch war. Der Kupfermarkt, hatten Sie gezeigt, 20 Millionen Tonnen, ne? Immer noch 40 Mal so groß wie Lithium. Ne? Und wir haben Lithium nicht als kritisches Element so grundsätzlich. Ne? Und bei Kupfer hat man sich daran gewöhnt, dass man Millionen von Tonnen jedes Jahr produziert. Und vielleicht ist ein Massenrohstoff der Zukunft dann auch Lithium. Also hoffentlich ist es so, ne? Und wir können uns alle ein Stück weit zurücklehnen, weil es ja wirklich wichtige Technologien sind, die kommen. Aber jetzt habe ich deswegen keine schlaflosen Nächte. Ich danke Ihnen vielmals. Ich höre Ihnen zu und lese noch gleichzeitig, damit ich nicht vergesse, die anderen Aspekte. So, ich werfe jetzt mal diese Frage in Ihre Richtung. Sie können sagen nein, aber es ist sehr konkret bezüglich des Rohstoffbedarfs für die E-Mobilität. Und da geht es jetzt in die andere Richtung, nämlich wer bringt viele Leute durch die Gegend? Busse. Und dann sind Busse ÖPNV-Busse. Dort gibt es auch Entwicklungen bei Verkehrsbetrieben, die Fahrzeuge mit Batteriekapazitäten von 500 kW bestellen, sind 193 kW das Mittel für ganz Deutschland. Sie wollen jetzt damit auf meine Tabelle, die 193, die Durchschnittsgehalt. Ich nicht. Eine Dame bei den Berliner Verkehrsbetrieben hat sich darauf bezogen. Sie können ja, aber auch gleich nachher sagen, ich antworte privat, weil das muss ich nochmal nachgucken. Das muss ich tatsächlich nochmal nachgucken. Wir haben wirklich eine umfangreiche Literaturrecherche gemacht, hatte ich ja auch erwähnt. Da haben wir wirklich ganz, ganz viele Quellen gehabt. Also es ist mit Sicherheit nicht nur deutschlandweit gewesen, es ist mit Sicherheit auch europaweit gewesen, wo wir da wir haben eigentlich alle Technologien, alle Hersteller quasi angeguckt, haben uns Marktstudien angeguckt, wie sind da die Busse aufgestellt mit der Batteriekapazität und haben dann das Mittel daraus genommen. Dass es natürlich manche gibt, die wesentlich höher sind und manche, die wesentlich niedriger sind, ist klar, aber wir müssen ja irgendwo ein Mittel finden, auf das wir uns beziehen können. Man schaut ja bei dem Erstellen einer solchen Studie, auch während man sie macht, immer trotzdem noch mal kurz über den Tellerrand. Erwarten Sie, das ist jetzt wirklich eine Glaskugelfrage, erwarten Sie noch irgendwelche Sprunginnovationen, die, ich sage jetzt mal, rechts oder links an Ihren 33 unterschiedlichen Technologien vorbei dackeln oder fliegen? Also
Ich denke, es gibt immer Sprunginnovationen, also oder disruptive Innovationen. Das wäre ja auch sonst langweilig. Und unser Fraunhofer-Institut heißt ja auch Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung. Dann hätte man sozusagen gar nichts zu tun. Die Frage ist halt tatsächlich, also Innovationen gibt es viele. Eine richtige Innovation ist eben aber auch was, was marktgängig ist. Sonst wäre es eine Invention, eine einfache Erfindung. Und da gibt es dann auch viele Patente, die dann sozusagen auf dieser Stufe hängen bleiben, die auch gut gemacht sind, vielleicht auch gut gedacht. Aber es findet sich niemand, der das eben umsetzt, aus ökonomischen, sozialen oder anderen Gründen. Ich denke mir, wir kommen so ganz langsam ans Ende. Ich nenne mal ein paar Punkte, die aufgekommen sind. Die müssen wir aber jetzt nicht unbedingt kommentieren. Einfach nur, damit wir sie auch mal gehört haben. Also, dass zum Beispiel es auch heimischen Bergbau geben kann und geben könnte. Sicherlich eine Frage des Preises. Dann gab es dann eben halt eine Rückantwort. Ja, es ist nicht nur eine Frage des Preises, sondern man mag ja Bergbau so im Prinzip gut finden, aber nicht unbedingt vor der Haustür. Das heißt also, wir haben da die soziale Komponente, die da drin ist, die schon von Ihnen, meine Damen und Herren, durchdiskutiert worden ist. Dann natürlich die Preisfrage ist sehr häufig aufgekommen, die wir hatten. Dann eben halt nochmal eine kurze Frage nach dem Motto, wir haben am Anfang von Herrn Hoth gehört, dass er gesagt hat, es sind 5 bis 7 Jahre, bis eine Technologie sich neu durchgesetzt hat. Jemand sagt, das dauert bedeutend länger, aber ja, da sind wir wieder bei unterschiedlichen Produkten und unterschiedlichen Technologien. Ich würde jetzt eigentlich mal sagen, wir haben noch eine Frage für jeden. Damit die Frau Fehm sich einmal noch mal durchatmend auf das Deutsch stürzen kann. Wir finden übrigens ganz toll, wie Sie sich aus Ihrer Erstsprache Englisch jetzt wieder an die Muttersprache erinnern, was immer etwas dauert. Also noch mal die Frage. Die Studie ist jetzt raus. Die nächsten paar Monate sind Sie bestimmt unterwegs und werden die Botschaften weitergeben. Was dann? Was ist sozusagen Ihre persönliche Konsequenz aus dem, was Sie machen, von den unterschiedlichen Instituten? Frau Meischel. Also mein Spezialgebiet, man hat es ja schon rausgehört, sind so ein bisschen die Batterien geworden und das Recycling natürlich. Und wir forschen hier natürlich auch ganz viel, beschäftigen uns viel mit dem Thema und natürlich auch, wie können wir irgendwie dazu beitragen, dass es eben anders wird, dass das Recycling besser wird. Aber natürlich auch zum Beispiel spielt eine große Rolle die Batterielebensdauer. Wir wollen natürlich, dass die Batterien lange leben, dass sie möglichst spät ins Recycling gehen, dass man lange was davon hat. Batteriedesign natürlich auch und die Wiederverwendung. Wir möchten natürlich, also dass die Batterie, wenn sie erstmal am Markt ist, so lange wie möglich dort auch bleibt und dann auch im Kreislauf bleibt. Und das ist so ein bisschen unsere Aufgabe geworden. Das ist Ihr eigener Pfad. Wunderbar. Genau. Fraunhofer wird unendlich viel weitere Aufgaben haben. Machen Sie noch mal eine Runde für die nächsten, in den nächsten 5 Jahren? Also tatsächlich ist es schon so, dass wenn die Studie jetzt fertig ist, bin ich ganz froh. Und das gilt, glaube ich, auch für alle Kollegen. Mit Corona war das natürlich auch besonders herausfordernd. Aber es ist immer so, dass man dann auch wieder Lust bekommt nach einer Weile, sich wieder mit den Dingen zu beschäftigen. Das machen wir zwischendurch natürlich jetzt auch bei den interessanten Sachen wie die Elektrolyse, Dekarbonisierung. Wie funktioniert das? Ganz viel am Fraunhofer ISI geht jetzt auch so ein bisschen in Richtung, wo kommt der Wasserstoff her? So ein Wasserstoffatlas wird erstellt und für Exportländer. Aber am Ende des Tages ist es einfach total interessant, sich mit Innovationen zu beschäftigen. Und was wir gemacht haben, wir haben uns, das hat die Frau Meisel ja auch ganz gut gesagt, wir gucken in die Literatur. Langweilig. Wir gucken auch, was vorgetragen wird von Firmen wie VW, schon interessanter. Und dann sprechen wir sozusagen in der Regel 2-mal für jede von diesen Technologien, die wir da beschreiben, auch nochmal mit Fachleuten. Und das ist dann tatsächlich interessant. Wunderbar. Also Ihnen wird die Arbeit nicht ausgehen. Ihnen sicherlich auch nicht. Aber bei Ihnen wäre eigentlich die Frage nochmal mit dem Dreh, viele Dinge muss man nicht neu erfinden. Und es gibt Hersteller in Ihrem Markt und Lieferanten, ich denke da an die großen 4 Buchstaben aus Ludwigshafen, die sozusagen in der Richtung ja auch unterwegs ist. Wie viel
Kooperation gibt es im Sinne des gemeinsamen Streckens von potenziell knappen Rohmaterialien? Also natürlich unterhalten wir uns, aber das ist tatsächlich nicht so mein Hauptthema. Die Beschaffungsprozesse sind natürlich schon so. Einerseits vielleicht muss man es so beantworten. Also die Beschaffer reden natürlich auch mit, gerade mit den großen deutschen Herstellern, aber auch mit international mit allen Herstellern, die mit dem Formmaterial kommen. Besprechen auch mit denen mögliche Rohstoffrisiken. Das ist keine Frage. Und gleichzeitig sprechen aber auch die Technologen wiederum mit den gleichen Unternehmen, aber auf Fachebene. Ne? Und man überlegt auch, welche technischen Lösungen es geben kann. Ne? Wir hatten eine Substitution als Thema schon oft auch heute gehabt. Auf diesen beiden Ebenen läuft das. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Zusammenarbeit auch ein bisschen stärker wird, als vielleicht in der Vergangenheit war, weil man auch ein bisschen voneinander verstehen muss, wie es funktioniert und dass die Systeme aufeinander eingespielt werden. Hört sich total spannend an. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei in unser aller Sinne. So, jetzt sehe ich noch mal Frau Fee und Sie, Herr Buchholz. Lassen wir der Dame noch mal den Vortritt. Die nächsten Schritte aus Ihrer Perspektive, aus Brüsseler Sicht. Die nächsten Schritte. Abgesehen von der Studie, an der wir natürlich jetzt schon angefangen haben zu arbeiten, die dann 2023 rauskommt, sind wir auch jetzt schon wieder dran, die nächste Liste von kritischen Rohstoffen zu erstellen, während wir gleichzeitig auch noch den Aktionsplan in unserer Kommunikation versuchen umzusetzen. Weitere Schritte, die durchaus die europaweit relevant sind, ist zum Beispiel ein verstärkter Einsatz auch für Standards, für internationale Standards und für EU-Standards, um sicherzustellen, dass da kein Marktungewicht entsteht. Und ansonsten probieren wir weiterhin, die europäische Industrie in ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass irgendwie unsere Lieferketten widerstandsfähiger und resilienter werden. Auch was Frau von der Leyen sagen würde, Green Deal soll ja sozusagen Ansporn sein und nicht sozusagen ein Fallstrick werden. Herr Buchholz, das Schöne ist, Sie haben jetzt das letzte Wort und die Moderatorin wird Ihnen nicht ins Wort fallen. Ja, schön. Die Studie Rohstoffe für Zukunftstechnologien ist für uns in der Deutschen Rohstoffagentur und für die BGR natürlich eine Steilvorlage, auch hier weitergehende Arbeiten zu fokussieren. Wir haben ja gesehen, welche Rohstoffe jetzt wir auch besonders auf dem Schirm haben sollten. Und wir werden unsere Risikoanalysen entsprechend ausrichten, unser Screening entsprechend weiter aufbauen. Und das ist ein Riesengewinn. Und wir freuen uns auch auf die weitere gemeinsame Verbreitung der Ergebnisse. Ich denke mal auch branchenübergreifend in Deutschland auf jeden Fall, weil die Ergebnisse und die Detailtiefe dieser Studie sind sehr, sehr wertvoll für viele unterschiedliche Branchen. Für uns als Rohstoffagentur bleibt natürlich auch die Herausforderung, gerade weil das Thema Preise auch heute mehrfach aufkam, ja, die preiskritischen Entwicklungen auf den Rohstoffmärkten noch engmaschiger zu screenen und zu monitoren. Und dafür bauen wir so ein Echtzeitmonitoring, wollen wir aufbauen mit einem Big Data System. Auch wenn das im Moment noch absurd erscheint, Albert Einstein hat mal gesagt, wenn eine Idee nicht zuerst absurd erscheint, taugt sie nichts. Und so ist es ähnlich mit den Zukunftstechnologien. Wir wissen heute noch nicht, welche absurde Zukunftstechnologie vielleicht doch dann die Marktreife erhält und dann auch die Welt ein bisschen hoffentlich zum Guten verändert. Nur verlassen können wir uns nicht drauf. Wir müssen erstmal mit dem arbeiten, was Sie analysiert haben. Und in diesem Sinne danke ich mich bei Ihnen allen, liebe Panelisten, dafür, dass Sie mit so viel Herz und Seele dabei gewesen sind und vor allen Dingen physische Präsenz gezeigt haben. Frau Fee, Sie sind damit eingeschlossen. Also der Monitor stand in unserer Runde. Sie gehören einfach mit dazu. Meine Damen, meine Herren, wir kommen jetzt wirklich zum Ende. Das ist aber nicht das Ende der Diskussion, sondern
sondern es wird weitergehen. Sie können also die Studie runterladen. Alle E-Mails sind verfügbar. Die Charts werden es auch sein. Sie können weiterhin in der Diskussion sein. Ich habe noch gehört von den Ladies von der DERA, dass der Chat gesichert wird und Ihnen dann auch Antworten noch zugespielt werden, vor allen Dingen für die Dame der Berliner Verkehrsbetriebe. Und, meine Damen und Herren, wir hoffen, dass wo auch immer Sie sitzen, Sie die richtigen Konsequenzen daraus ziehen, ob es jetzt in Forschung, in der Politik ist, wo auch immer. Und das Wichtigste heutzutage, bleiben Sie gesund. Dann können Sie das auch umsetzen. Bis dahin, tschüss.